Du bist live. Ich bin live. Das hat sogar Effekte. Wenn man da drückt, kann man Dance Party machen. Und zwar hat mein Vater mir vorhin Cola gegeben und ich krieg das so drin. Hup, hup. Und ein gutes Hausmittel ist Natron. Natron? Mhm. Oh, Sketch. Guck mal da, abgefahren. Warte, bist du hier im WLAN? Ja, du bist hier im WLAN, ne? Für den Chat? Ah, aber es geht der Bildschirm schon, der Bildschirm wird dunkel. Ah, okay. Was für geile Effekte. Huhu. Hallo. Guck mal, Blubberbläschen. Blubberbläschen. Oh, wir fangen sie an. Das wird eingeblendet. Huhu. Ich weiß nicht, wie lange es stehen bleibt. Müssen wir mal gucken. Aber bei mir gibt es dann den Bildschirm-Timeout. Ich weiß gar nicht, ob ich das ausschalten kann. Ach, warte mal, dann mache ich mal aus. Nein. Nicht das Stream abbrechen, bitte. Nein, das... Nein, ich hier. Ich mach's falsch. Mal gucken. Mach mal kurz den Ton ab, ob man es hört. Einfach mal anmachen. Wieso? Hallo. Aber warum macht es nicht Play? Play. Play. Geht nicht. Geht nicht. Ich kann nochmal raus, geh mal drauf. Ah ja, jetzt geht's. Ah, der Robre, hallo. Guten Tag, ich hab kein Cola. Was soll denn das? Leute, wir machen heute... Guten Tag, ich hab kein Cola. Was soll denn das? Ja gut, man hört's. Mach's aus. Das ist, ach gut. Ich muss jetzt gerade finden, wo ich... Kann sein, dass wir den Chat nicht lesen können, gescheit. Kannst du nur runter in den Chat? Dass du nur den einblendst oder so? Wir ich machen muss heute, jetzt mal euch stelle, dass nicht mein Bildschirm-Timeout okay, trotzdem. Ach so. Vorbereitung. Wir machen heute Frikadelle mit Gemüsereis. Ich find's nicht. Einfach so, er find's nicht. Einfach so. Warum auch immer. Ich hol noch schnell. GPS, Telefon sichtbar. Oh Gott. Cola für mich. Cola! Ach ja, ich muss mal. Einstellungen, Anzeige, Bildschirmmodus, Bildschirm. So. Statusleiste. Bildschirm Timeout. Timeout. Ich kann es nur auf 10 Minuten stellen. Ich habe das auf 10 Minuten, ne? Jo, Alter. Zwischendrin werden wir als Google. Weiß ich schon mal nicht. Sehhilfe. Play. Live-Chat. Drop. Hi, aber du kannst. Das Video ist auf Pause, ne? Das Video kann man auf Pause stellen. Video kannst du auf Pause stellen. Und dann kannst du hier Test 1, 2, 3. Und es poppt dann bei uns auf. Super Chat. Hast du noch qualmschön die Hände gewaschen? Nein, noch nicht. Wir müssen noch Hände waschen. Sauberkeit ist beim Kochen sehr wichtig, gerade wenn es um Sößle geht. Ne? Sößle. Das ist super. Pass auf. Haben wir einen Plan? Also ich würde erstmal sagen, Zwiebelschnipple und dann brauchen wir eine große Schüssel. Große Schüssel habe ich. Ja. Wo? Im Bad. Haben wir es gehört? Nein, pass auf. Test 1, 2, 3. Ach ja. Achso, das wäre extra fest gebracht. Ich habe Rosi, die hole ich. Zuerst durchschneiden, ne? Pass auf, ich habe was Geiles. Die Erfindung des Jahres gibt es in Ikea. Das ist hier so ein geiles Teil. Kannst drauf schneiden und schnipple. Achso, du kannst drauf schneiden. Ja. Die Räubertochter setz dich vielleicht da drauf. Dann kriegt man uns vielleicht beide auf die Kamera. Ich muss gerade mal gucken, wie ich uns positioniere. Dass wir uns drauf hängen und das abgeht. Die Zutaten, wir haben einmal Rindhackfleisch, Paniermehl. Kannst du schon mal auf? Ey! Ich mach's schon mal auf. Jo, mach auf. Oh, die haben es aber voll gemacht. Ne? Das ist aber voll hier. Voll. Das ist aber voll. Wo ist denn der Honig? Nicht vergessen. Und ein Löffel. Da oben links steht er auf dem Kühlschrank. Da habe ich noch einen Löffel. Und zwar machen wir spezial Frikadelle à la Ich, weil ich mache die so. Die sind aus Ich gemacht. Ich. Geht es noch weiter zurück? Da ist ein Zippo drauf, steht der Honig. Ja, genau. Der, wo Zippo so, drauf steht. Wo sind deine Zippo? Die sind da unten. Ich schneide Zippo! Und eine große Schüssel. Frag mal, was ist. Da oben.
Da oben, da oben. Nee, doch. Doch, über dem Kühlschrank. Über dem Kühlschrank. Ja. Und zwar links. Ja, ja. Das geht von selber wieder. Die Unascht, die richtig fit. Fit. Wie viele Zwiebeln wollen wir? Zwei? Drei? Du machst ein Kilo, also zwei Zwiebeln. Zwei Zwiebeln? Zwei Zwiebeln? Zwei Zwiebeln? Zwei Zwiebeln? Ja. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Ich meine, ich find's geil. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Weil du Hunger hast. Ja, weil meistens, weil ich Hunger habe, denke ich so ans Essen. Das kommt ab und zu. Das machen wir jetzt öfter, hä? Das weiß ich noch nicht. Kommt drauf ab. Wenn es den Leuten gefällt, machen wir das auch ganz normal. Lass mal ein Hackfleisch-Thema draus machen. Lass mal Hack machen. So, Sauberkeit ist wichtig. Hände sind Gewäsche und das machen wir mit Ärmeln. Gewäsche? Die Ärmel nicht drin hängen. Man sieht uns halt nicht ganz. Und, ne? Und was ich beim Kochen hasse, das ist, wenn Leute einen Löffel mehrmals benutzen oder irgendwas abschlecken. Das wird es bei mir nicht geben. Darf ich dich nicht abschlecken dabei? Ist schon. Hackfleisch machen wir neu. Papier raus. Nochmal Hackfleisch. Die Leute hätten gedacht, wir machen Späße, aber wir meinen den Scheiß ernst. Also, ja, wir kochen wirklich Scheißmänner, Scheiß ernst. Ich brauche Aldi Zeitung. So, Achtung, damit ihr auch wissen, was wir machen. Pass auf, ich habe Aldi Zeitung. Soll ich das normal, oder ist das kein Blut groß drohen? Ich weiß nicht, das wird eben morgen fortgeschmissen. So, Aldi Zeitung, die ist wichtig. Ja, ich nehme auch immer Zeitung. Weil Küchenpapier und so, das muss man nicht verschwenden. So. Mach hier nicht einer auf Moralapostel. The Ranting kocht. Boah, wo Thailand! Günstig Fiege für 899. Aber nur Ladyboys. Nur Ladyboys. Ja. So. So, und zwar, ich mach das alles noch Augenmaß. Man sieht mein Gesicht nicht. Ich mach das alles noch Augenmaß. Ja, das ist ein bisschen scheiße. Ich kann es ein bisschen höher stellen, aber dann sieht man halt das gekochen nicht mehr. Ich hole noch ein Buch oder sowas. Ich hole noch was, wo man die Kamera drauf stellt, das höher ist. Und zwar panieren wir das nicht mit normalem Mehl oder so, sondern ich nehme da immer das, ja, Paniermehl halt aus Brot, ne? So Backmehl halt. Und das kommt außenrum. Aber ich mache auch immer immer ein bisschen Backmehl schon in die Frikadelle. Nur ein bisschen. So 5 Kilo oder so. Ne? Was? Was? Ich mache ein bisschen Paniermehl schon in die Frikadelle. Das mag ich eigentlich ganz gern. Oder nicht mitkriegt? Panier mich, du geiler Bock. So, dann schlage ich hier zwei Eier rein. Wir machen ja heute die doppelte Menge von dem, was ich noch mache. Willst du Tass vorher nehmen? Tass? Nee, komm. Ich mach Eier immer in die Tass, zu gucken, wenn es schlecht ist. Echt? Wir haben die ja frisch gekauft, ne? Jetzt sieht man uns aber nicht, dass was geschnibbelt wird. Was wollten ihr sehen? Uns oder was geschnibbelt wird? Das ist die Frage. Ja. Hast du. Warte mal, da ist das Teil. Was da? Da ist das Ei da noch drauf gemacht. Guck mal, mehrere Blätter. Oh Gott, mehrere Blätter. Kriegst du Thailand-Urlaub? Du kriegst einen Thailand-Urlaub. Yeah. Als Familienvater wünscht man sich sowas, ne? Ah, Thailand ist eigentlich schön. Ja, bestimmt, wenn man nicht so in der Assi-Gegend ist. Das ist wahrscheinlich wie bei Mallorca, ne? Mallorca besteht ja nicht nur aus den Assi-Gegenden, sondern es gibt ja auch echt schöne Orte, abseits von dem ganzen scheiß Ballermann und sowas. Das bräuchte ich jetzt auch nicht. Und ich habe einen Arbeitskollegen, der sein Vater ist aus Thailand. Sind aber gleich alt, das erklärt schon alles, ne? Das ja, ja schon das ja, ja. So, jetzt suche ich mal nochmal. Hat dort jemand was geschrieben? Zenobi! Zenobi! Die Küche! Wo ist Schucke? Nobi, sorry. Ja. Und der hat mal. Das hier in die Gewitze, Alter, hin. Och, der hat eine Heuschrecke mitgebracht, frittiert und hat die so einfach im Büro gefressen. Also der hat jetzt geil! Ja, das ist live, wir gucken live. Und mach gerade Zwiebel. Es ja. Tut mir leid, ich kann's. Warte mal, ich stell's ein bisschen runter. Dann müssen wir halt runtergehen mit der Fresse. Dass man sieht, was wir da machen. So, jetzt nochmal. Und der hat jetzt Heuschrecke mitgebracht, gerade hat die einfach so beim Schaf gegessen. So wie Chips. Ne? Jo, Alter. Und dann haben wir halt alle geguckt. Und da habe ich gedacht, oh, probieren wollen. Ein paar haben es gleich probiert. Und ich habe so circa eine halbe Stunde gebraucht, bis ich es probiert habe. Es war nicht schlecht. Ich muss es nicht haben. Also Chips schmecken besser. Aber es war jetzt nicht schlimm oder so. War in Ordnung. Also es war zwar Überwindung, aber wenn es erst mal gemacht wird. Schmeckt das überhaupt noch irgendwas? Nö, das schmeckt halt wie frittierte. Was weiß ich. Frittiert ist nichts. Einfach nur noch frittiert. Ja, so ein bisschen wie Krabbe oder so. Ich meine,
Was so krass ist, unser. Echt? Wie Schalotier? Ja. Ich mache jetzt Pfeffer neu, ne? Damit wir beim Thema bleiben. Was haben wir jetzt schon drin im Hack? Bis jetzt Ei und Wegmehl. Bisschen Pfeffer. Die Zwiebel lässt sich total scheiße schälen. Machst du schäle, okay. Ja, aber die lässt sich scheiße schälen. Ich mache immer so und dann, weißt du, so ein wie ich das schneiden muss, ist klar, aber ich krieg das. Okay. Weißt du was? Ich zieh gerade die. Ah, dann tun sie auch frisch. So, ja. Was waren jetzt die Fragen? Genau. Wir essen ja viele Leute, essen ja Krabbe oder Krebs, ne? Und aber bei Spinnen sagt jeder, ist eklig, widerlich, die kann man Spinne essen und die Länder. Das ist die gleiche Familie. Spinne und Krabbe sind eigentlich verwandt, wenn man überlegt. So mehr widerlich wie Spinnen sieht jetzt unbedingt so ein Krebs auch nicht aus, oder? Also wenn man mal ehrlich ist. Nee, ich finde Krebse finde ich schon sexy. Ja, sexy Krebs. Also ich mache Paprika neu und ich mache auch immer Curry neu. Das Nachtlicht mag das nicht so. Normalerweise mache ich noch Petersilie neu, aber im ganz scheiß Netto-Hänse kenne ich mehr gehabt. Petersilie. Ja. So. Eine Enttäuschung. Oh. Und dann mache ich ein bisschen Salz neu. Muss ich mal gucken, für ein Kilo Salz. Per Kilo Salz war schon ein bisschen Fleisch. Andersrum. Muss ich gerade mal heulen. Oh, Schlaf ist echt toll. Was ich auch noch alles neu mache, ist so ein bisschen Gemüsebrühe. Aber das sehen wir jetzt alle. Ich denke, es ist schon zu viel Salz. Ich glaube nicht, das ist hier noch. Musst abschmecken? Abschmecken. Ein Löffel, ein bisschen Hackfleisch, abschmecken. Ja, und ich, jetzt kommt das Geheimrezept. Also ich mache auch manchmal Senf neu, wenn es auch schon. Erzähl's, Ken. Bitte erzählt es nicht. Kastanien haben wir auch schon neu gemacht. Oder du kannst auch Erbsen mal neu machen. So. Ich mache als Ketchup neu. Ketchup habe ich jetzt neu gemacht. Doch, Ketchup und Senf. Aber mehr Senf wie Ketchup, weil sonst schmeckt es zu arg noch Ketchup. Senf macht das Fleisch auch noch ein bisschen zart. Also ich mache einen ordentlichen Schwung. Moment, braucht man Senf noch? Nö, ich hätte es einfach nur so gemacht. Weil ich glaube, ich habe noch Senf da, falls wir noch brauchen, gell? Wenn wir Senf machen, macht man nichts. Übrigens gibt es dazu als Beilage von mir Gemüsereis. Das ist quasi Reis mit Gemüse. Das machen wir aber später, das braucht glaube ich nicht so lange. Bis die ganze Frikadelle, das ist ein Kilo Frikadelle. Weil es Nachtisch wollte auch noch ein bisschen was. Oh, gute Besserung. Gute Besserung. Er ist krank. Was für ein Mädchen ist ein krank? Robre. Oh. Robre ist krank. Schön, Heidi. So. Dann kann man gucken. Wenn du willst, kann ich da auch formen später. Hm. Wenn du jetzt Öl reinmachst, mach ich es gleich. In die Pfanne. Mach einfach ein bisschen Öl in die Pfanne und dann. Ja, das ist halt. Noch nicht. Müssen wir. Ach, scheiße. Die Weltgesundheitsorganisation hat jetzt als neuer Programmpunkt, dass sie halt auch für Länder, wo diese Insekten verpönt sind oder wo man es eher nicht isst. Oh je! Wegen Welthunger und so. Ja. Damit man dann guckt, dass die Leute vielleicht doch. Ich hab die Zwiebel verkackt. Ja? Eher ins. Das esse ich so. Schrittfalle. Das esse ich so. Ha! Was wollte ich jetzt sagen? Dass man doch mehr Insekten isst, dass das ein bisschen dänischer wird. Mhm. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es haben muss, aber es ist zum Beispiel diese Fette, wo die Hände sind. Ich hätte kein Problem damit, das essen. Ich hätte kein Problem damit, Insekten zu essen, aber. Man muss es nicht, ne? In den Ländern, wo man es macht, ist es halt kulturell auch so, ne? Ja. Das ist ja alles Erziehung. Aber die wollen das jetzt, ach was, gesünder? Ja, das ist wie wenn sie jetzt in Indien wollten, dass die Kuh isst. Ja, nicht ganz so schlimm, aber trotzdem. Ja, das kommt halt auf die Erziehung vor. Ich fand es jetzt auch nicht schlimm, die Heuschreck zu essen. So schlimm war es nicht. Es ist ja nicht giftig, weißt du? Wir küssen uns gerade auf jeden Fall. Die Leute sehen noch mein Gesicht. Aber es stimmt, ich habe ja auch dein Gesicht geküsst. So, ich beeil mich. So, ich leck mal den Löffel in die Spülmaschine. Du meinst in die Spül? Kannst du einfach in die Spül haben. Ah, ich weiß nicht, ob das für ein Kilo jetzt zu wenig ist. Machen wir noch ein bisschen. Was? Zwiebel oder was? Oder Gewürze? Gewürze vielleicht ein bisschen zu wenig. Nur noch ein bisschen mehr. Ich liebe halt Curry und Paprika liebe ich auch. Das war einfach nur eine blöde Idee, mal einen Livestream zu kochen, weil das manche Leute machen und jetzt ziehen wir es echt durch, gell? Ja. Ah, ich brauche noch einen Teller fürs Paniermehl und dann mache ich daneben. Während du dann, genau, den machst du auf.
Ich mach dann die Frikadelle und du so neu und du kannst mal schon mal Öl dann später neu machen und ich paniere es. Oben rechts im Schrank ist Sonnenblumenöl. Oben rechts, ganz rechts. Ja. Sonnenblumenöl. Ich hab leider kein anderes durch. Schön. Das Drecks-Sonnenblumenöl, das ist gut. Ich finde es schön, dass du noch normale Kochblätter waschen. Ja. Finde ich cool. Die sind gut und schlecht zugleich, normale Kochblätter. Und jetzt sehen, die sind gut, aber auch best. Die sind so gut, so best. Leute, versteht ihr uns eigentlich ganz gut? Paniermehl. Du kannst zum Beispiel auch ins Paniermehl, kannst du auch noch... muss man erst mal drauf kommen, live zu kommen. Nobi, kommst du gerade vorbei. Was soll ich sagen, ins Paniermehl kannst du auch sowas wie Hafer, also Haferflocke neu machen. Hab ich doch. So hin, Haferflocke. Ich find's aber nicht gut, mir schmeckt's nicht. Ich sag, wollte bloß sagen, dass man das auch. Ich hab die letzte zwei Mal mit Haferflocke Frikadelle gemacht. Und die haben mir nicht geschmeckt. Ja, ich mag's anders. Ich sag's bloß mal. Mit Tränen bist du die Arge, weil ich das so schön finde. Oh, jo, jo, jo. Männer treten. Man braucht so großes Messer. Kennst du die Japaner Breitmesser? Zack, 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 zack. Da habe ich daheim, das geht gut. Und ich habe auch ein Keramikmesser daheim, das geht auch super. Oh, Keramik! Oh, ist das Hanzo? Ach, Dori Hanzo, ich möchte sagen. Oh, Dori! Ja, und fertig Hesse, falls du zugucken, und zwar das Nachtlichten, die verschrottet. Diese Kneipsche. Kneipsche. Bimmlische Kneipsche. Und was ist ein Kolder? Weißt du mittlerweile? Nee, ich weiß nur, was Kultur ist. Ich nicht, was Zebra. Du gesagt. Kolder, ne, kenn ich schon. Bist du dick? Dick. Nein, nimm den mit. Achtung. Nicht, dass ich dich zerschnitte. Wunden der Liebe. So, jetzt wird das gemischt. Ich weiß nicht, ob du die Kamera mitnimmst. Mach mal Pyjama-Party. Ja, ich nehme sie gleich mit. Ich muss mir nur schnell die Handwäsche und dann hol ich sie. Hinkwische? Das ist so schwer. So, nicht viel Platz. Ich guck mal gerade, wer ist denn alles da? Ist Nacktlicht dabei? Schatz, bist du dabei? Ne. Oh, was schreiben sie denn? Hey, Rupkef. Alles okay, hoffe bei dir. Ja. Hi, Nobi. Alles fit? Hey, Rupre. Tötet die Zwiebel. Ich bin krank. Gute Besserung. Vorbei am Handy schreiben. Kann nichts. Find's geil. Ach ja, find's auch geil. So, pass auf, ich mach gerade mal Platz hier, ich muss ein bisschen rumräumen, dass die Kamera überfasst. Bist du live? Das aufnehmen wir das Knede. Ja, ich will, pass mal auf, wir machen da oben. Meine geile Hände. Machen wir das Licht noch an. Der Wasserkocher. Ich muss mal einen dicken Bauch. Das ist gerade alles ein bisschen arg improvisiert, gell, Leute? Ja, geplant improvisiert. Geplant improvisiert. Impro. Was, das Nachtlicht ist krank? Was? Nee. Der Keil hat geschrieben, gute Besserung. Ach so, vielleicht hat er das falsch verstanden. Kannst du mal den Wasserkocher auf den Tisch stellen, bitte? Kannst du mal den Wasserkocher auf den Tisch? Hallo. Das ist übrigens vom Handy aus gestreamt. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich war da auf der Anti-Nazi-Demo und hab's auch mit dem Handy gestreamt. Die Anti-Nazi-Demo? Ja, Anti-Nazi-Demo. Gut, Andi, Wortchen. So, danke fürs Spieletesten. Wollt ihr, wie wollt ihr das denn haben? Wollt ihr komplett die Knet wischen oder wollt ihr die Gesicht wischen? Das geht so. Pass auf, ich hab... Gesichtwische geht so. So, pass auf. Peniswische. Ich stell das so mal... Soll ich mit meinem Penis durchknödeln einfach? Ich stell das mal so ein, dass man unser Gesicht das sieht. Mach das dann hier vorne runter. Oh, das Stativ. Dieses Stativ. Ein zitzliches Stativ. Oh nee, das geht ja mal gar nicht hier. Och. Aber die Leute kotzen gleich, wenn das noch weiter trifft. Entschuldigung. Ich will Knete. Es tut mir leid. Ja, ich weiß, dass du Knete willst. Du willst also kleinere. Wie viel soll ich machen? Viele. Also viele. Weiter runter geht's nicht. Oder? Das muss ja nicht jeder erzählen, wie ich da drin bin. Oh, das ist perfekt. Das ist doch gut, oder? Ja, das ist gut. So, Entschuldigung, Leute, alles
alles improvisiert. Also wie gesagt, die Hände sind gewässert. Ich habe mir halt morgen die Fingernägel geschnitten. Das ist kein Witz. Damit keine Bakterien vorhanden sind. Denn extra für jetzt hier? Wirklich die Hygiene. Ich kenne Leute, die kochen wie Schweine. Und das ist nicht. Ach, bei der Fernsehköche sieht man öfter, dass die die gleiche Löffel benutzen oder ständig sich die Hände am Handtuch abputzen. Einmal, ja, aber nicht mehrmals. Hände waschen zwischendrin. Hinter noch jedem Gang. Wie Schweine. Wasche. So, jetzt knete ich das ordentlich durch. Oh ja. Ne? Soll ich die Herdplatschen auch machen? Nein. Weil wenn es putzelt. Aber ich bereite schon mal für Gemüsereiszeug vor und zeige euch das dann gleich. Ich guck mal kurz in den Chat. Ach, kannst du noch ein bisschen Pfeffer und Salz neu machen? Bisschen. Ich glaube, das war wirklich Pfeffer zu eng. Und Salz. Bisschen. Achtung, jetzt kommt der Pfeffer. Stopp, Vater! Alles okay! Alter! Ein bisschen mal! Ein bisschen raus! Jetzt komm! Ja, gut. Ja, das gleicht sich doch aus. Ne, nee, doch, wenn du zu viel Pfeffer neu machst, machst du einfach ein bisschen Zucker neu, ne? Ein bisschen Zucker. Weißt du, was das Problem war? Und das Problem habe ich. Guck mal, ich muss mich hier ducken, hallo! Das Problem, das habe ich öfter. Zu viel Pfeffer. Nee. Ich mache als die falsche Seite von der Gewürze und dann geht's ab. Ach, war das jetzt gerade die falsche Seite? Jo, war das die falsche Seite. Gut. Also, halt, mach mal Pfeffer, Frikadelle. Der Bayer schreibt neben, du geile Sau. Ja, du geiler Bock, ich knete dich durch. Oh, eigentlich muss ich knete aus dir, schreibt der Nobi, wenn es um Hygiene geht. Jetzt das stimmt. Jetzt will ich das nicht mehr essen. Das stimmt. Leute, für das die frisch rein, eingeschaltet haben, wir machen es nach Geria Kochstudio. Das ist mein Ehering. Und wir sehen den Chat. Eine homogene Masse. Nicht die ganze Zeit, weil wir müssen den Chat auf dem Handy vom Raven kriegen. Also ich wollte sagen, man muss kneten, bis es eine homogene Masse ist, in etwa so wie ihr. So jetzt im Chat, ne? Wir sind alle Major. Also wenn ihr bei uns einschaltet, Drenton und ich haben irgendwann gesagt, wir sind Major. Aber das sind nicht so, muss man das erklären, was Major sind? Also wir mähen mit Major was anderes wie andere Leute. Major. So, wenn der Raven King fertig geknetet hat, drehe ich die Kamera, sodass ihr die Pfanne und die Röllchen seht. So. Ja, ich nehme mal kurz die fertige Masse. Mosse? Das ist die Mosse? Das ist die Mosse. Und jetzt drehe ich die Kamera so, dass man die Pfanne mitsieht. So ein bisschen. Oh, die wir kochen ihr. Also wirklich kleinere, nicht große. So. Jo. Mach so. Die sind schneller. Guck mal gerade, guck. So. Das ist eine angenehme Kamera. Perfekt, ne? Das ist eine angenehme. Übrigens essen wir den Scheiß später, ach, ne? Ja. Also, das ist eine angenehme Größe, sagt Renten. Die kann man so auf die Hand, also, oder auf die Gabel nehmen und direkt in die Fresse schieben. Die kann man gerade so sich in den Bubis schieben. Ne? Macht man ein bisschen flach. Ich lasse die aber nicht ganz flach, weil das macht man erst. Brauchst du einen extra Teller? Nein, guck mal. Für was dann? Willst du die Lücke lassen oder direkt in die Pfanne hauen? Weil dann müssen wir die Pfanne schon anmachen. Du musst dann noch eine Kleie oben machen. Noch nicht Kleie, aber ich bereite schon. Weil bis ich das dann. Erstens sind sie dann nicht gleichzeitig fertig und zweitens spritzt mir dann eins ins Gesicht. Ne? Das spritzt. Hä? Nehme ich jetzt einen großen Top oder einen kleinen? Kennst du Köttbullar? Ah jo. Du machst Schwedisch? Das langt mit Salz und Pfeffer. Schwedisch? Weil die Soße so geil ist, weil wenn du das zu arg würzen würdest, wäre Köttbullar wär dann schon wieder scheiße, so auf die Art. Deswegen Salz, Pfeffer und keine Zwiebeln neu. Mag ich auch nicht. Einfach Fleischbällchen. Kocht ne? Mir Brüste aus Hackfleisch. Geile Sau. Was? Geile ich? Sau. Wer? Du? Kotzlöffel. So. Und wie war dein Tag so, Schatz? Hm? Freust du dich aufs Essen? Ja, ich bin froh, wenn ich endlich essen kann. Das ist wirklich die Krönung des Tages. Der Bauch ist so leer. Warum machst du die Pfanne nicht vorher heiß? Machst du die erst heiß, wenn das Zeug drin liegt? Ja, ist ja dann mal auf, ja. Ich hab doch ernst gemeint, die Frucht. Ich habe dir eben erklärt, wenn du jetzt schon die Pfanne ummachst, ist es entweder so, dass die nicht gleichzeitig fertig sind oder spritzt man alles in die Fresse. Ich mach das jetzt schnell, hör auf, ich bin die Frage. Ja, ist okay, ist gut. Du hörst auf mich zu her, oder? Ist ja gut. Bis dein Reis fertig ist, kommt es eh so. Ich mache ja schnell. Die sind auch relativ dick. Also die sind auch relativ dick.
wie ich. Ich überlege gerade, ob man... Nee, komm, wir nehmen eine große Top. Hast du mitgekriegt, dass der Trump vielleicht noch Kaltstadt kommt, die alte Kacksau? Ja, schon vor Wochen. Ja, also der Trump kommt vielleicht in meinen Nachbarort. Das Arschloch. So, jetzt passen wir auf. Ich erkläre euch gleich... Ja, ich muss warten, bis ich den Gemüsereis erkläre. Muss ich warten. Ist so. Warte, es ist viereckig. Ja, warte mal. Ja. Ist so, muss ich warten. Hä? Ist das nicht perfekt, die Größe immer gleich? Ist der Hammer? Also du kommst zu, ich wusste ja, dass du Fingerfettig bist, aber aber das, ja, das ist ja der Wahnsinn, ist das ja. Was ich rausholen, wo nichts ist, alles rausholen. Die andere kannst du dann gerade auf dem Teller liegen lassen, weil die werden ja nicht alle in die Pfanne passen, ne? Wieso soll man machen? Alles, bis das Hackfleisch leer ist. Ach jo, aber wieso soll man in die Pfanne machen? N2, jeder frisst 2 und N2 fällt im Nachtlicht. Fürs Nachtlicht. Ja, wir machen sie ja alle jetzt. Wenn die fertig sind, machst du die nächste Fuhre mal. Ach so, Mensch, das, ja, ja. Ja, ja. Na, deswegen lass du gerade stehen. Musst du später nicht mehr rausholen. La, la, la. Meine Mutter hat immer beim Kocher die gesungen, ne? Servus, Sebastian. Deswegen, ich kenne alle Flippers-Songs, kenne ich auswendig. Ja. Aus der Kisch. Flippers und. Kennst du auch die Kickflips und die Heelflips? Und der Herzflips. Herzflips. Aber machen wir es so. Guck mal, eine Hackfleischblume. Das ist ne? Wunder. So okay, das jetzt kannst du von mir aus auch machen. Was kann ich jetzt auch machen? Ja, die Pan. Die Pan. Das wäre der erste Schwung, ne? Auf 4 oder was? 5 machen wir. 5? Auf, was soll das? Ach so, ich will, nee. 6 ist Maximum. Ach so, dann mach 4. 4. Bei mir mehr bis 10. So. Hänse bis 10. What the fuck? Nee, bei uns geht's schon. Heiß, noch ein Tiger heißer, ganz heiß, ultra heiß, super heiß. Extrem heiß. So, ich zeige euch jetzt. Ne, gib mir mal noch einen zweiten Teller, das wird nichts, das klappt dann rum. Da kann ich nicht. Geh kurz fort. Ja, tschüss. Nimm den weißen Scheiß. Der weiße Scheiß. Okay, Freunde, also, passen auf. Für Reis, Achtung. Ach so, machst du das Rezept dann. Das Rezept noch dann drunter posten oder so? Also, so viel Rezept ist es ja nicht. Ja. So viel Rezept ist es ja nicht. Wir kennen ach großartig. Reis wie folgt. Wir nehmen eine Tasse und füllen die Tasse mit Reis. Oh, das reicht gerade noch so bei mir. Ja, komm. Kann ich ganz voll machen. Ist eine Tasse. Jetzt kommt die Masterfrage. Und das Rezept ist normalerweise die doppelte Menge an Tasse mit Wasser mache. Ne? Jetzt ist es aber so, dass wir gleichzeitig noch Buttergemüse reinhauen. Deswegen nehme ich ein bisschen mehr Wasser. Also ich nehme mehr Wasser. Also muss ich Salz. Ich tue den Reis rein. Ich bereite hier mal das Wasser vor. Eine Tasse Wasser. Wenn ihr 2000 Wasser. Machen wir erstmal, dann erzähl ich was. 2000 Wasser. Oh, das ist jetzt ein bisschen. Und noch ein Viertel oder ein halbe Viertel Gemüse Rice. Oder 3. Echt so? Nee, 3 nicht. 3 ist zu viel. So. Also, dann wird der Scheiß auf 6 gestellt. Müsste auch die richtige Herdplatte sein. So. Die richtige Härte. Hard! Und dann kommt der Gemüsereis da rein. Die letzten 2 sind ein bisschen kleiner, aber es ist nicht ganz. Oh Scheiße, du isst die Butter vom Buttergemüse ist over drauf. Willst du das direkt mit rein machen oder willst du das erst mit dem Top machen? Nein, das kommt Zucker direkt mit rein. Das kommt direkt mit rein? Kannst direkt mit rein klatschen. Ja. Das ist ja das, warum ich es erkläre. Das macht die Frau schrappneller so. Ich habe übrigens schon, wenn wir das nächste Mal kochen, 2-3 Rezepte, die auch relativ einfach sind. Ja, also wir wollen einfache Rezepte zeigen. Einfach und halbwegs schnell. So, jetzt kann ich das ganze Scheiß ist drin. Jetzt muss ich mir noch einmal die Handwäsche geben, weil jetzt alles voll mit Butterscheiße ist. Handwäsche muss ich auch. Ja, die Handwäsche. Und dann erzähle ich was. Wasser, nein. So, tschüss. Oh ja,
So, langsam geht's los. Langsam geht's los. Alles in Ordnung? Creme frisch, Cafeteria frisch. Oh, fuck yeah. Oh my God, it's Gordon Ramsay. Kennt ihr die South Park Folge? Die ist genial. Randy ist eh der Beste. Was ist los? Spannwender! Ja. Hast du einen Spannwender? Du hängst alles voll? Ach, du hängst. Und zwar, was ich erzählen wollte, ist... Braucht ihr noch ein bisschen oder ist es schon... Die braucht noch ein bisschen. Die braucht ein bisschen länger. Deswegen habe ich gesagt, die Platte sind nicht so toll. Und zwar, wenn ihr richtig gut kochen wollt, und ach, einfache Sache... Dann guckt woanders. Es gibt ein tolles Programm, das ausruhen muss man gar nicht mitklicken. Das heißt, was die Großmutter noch wusste. Und das ist eine Sendung, da geht es ums Kochen, aber auch noch andere Sachen, Handwerk, wo sie zeigen und so. Mhm. Ist aus den 90er. Das habe ich aber auch schon als Kind mit meinen Eltern geguckt. Und das ist aber eine total angenehme Sendung, weil die nennen sich, das ist älteres Ehepaar, wenn das soll. Die nehmen sich total Zeit zum Kochen. Die machen nicht so... Nicht so mit so Kameraschwenks, wo alles so hysterisch da rum und jetzt mache ich das und dann noch mache ich eine Vinaigrette und was weiß ich. Deutsches Wein? Sondern die kochen einfach in Ruhe wie mir jetzt. Und was die Großmutter noch wusste, das ist so auf der dritte Programme früher gelaufen und das kann er eigentlich mal auch gucken. Also nicht unbedingt das außenrum, aber was die kochen ist immer sehr lecker, ist halt so ein bisschen Hausmannskost. Und wie heißt es immer so schön, bei der Oma ist am besten. Schmeckt es am besten, oder? Bei der Oma schmeckt es doch immer am besten. Bei der Oma ist immer am besten. Ja. Sollen wir doch noch wegwischen? Sauberkeit. Ja. Kommt der Schubeck heute auch noch? Was? Der Schubeck? Nein, der Schubeck ist auch ein Fernsehkoch, der ist aber kacke. Und der Lava kommt da nicht ins Haus. Lava. Kann keiner mal weglasern. Mein kleiner Lava. Das stimmt. Lava Koch. Klar-Sendung. Ja. Gibt schon gute Kochsendungen. Ach, aber ich mag dieses hektische nicht und man kriegt die Hälfte nicht mit. Und 90% davon ist Blätgebabbel. Das braucht man doch nicht, oder? Also wie bei uns. Ja, aber richtig. Also nicht so Blätgebabbel. Wir machen ja, wie es Major machen sollte, Blätgebabbel. Ne? Eieiei. Kaffeeklänzchen. Ich kenne auch mal einen Kuchenbacken. Boah, das dauert aber. Also wie gesagt, wenn ich am um 4 Uhr Feierabend machen kann, du kannst mal auch vorher kochen und dann noch was aufnehmen. Dann muss ich dann um 4 Uhr Feierabend machen. Mensch, ja. Können wir mal machen, einmal im Monat oder so? Ja, machen wir einmal. Dass ich vorher Stunden sammle, ja. Dass ich dann eine Stunde früher gehe. Können wir stellen so 5. Ja, das ist die. Das ist schon. Nee? Nein? Jetzt hast du auf 3 gestellt. Achso, rum. Jetzt auf 5. Da ist so ein Knubbel drauf. Aha, Technik. Die Dinger sind scheiße. Macht Spaß? Steht der andere auf 6? Macht Spaß? Hallo. 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 Wir sind die Küchenzwerge. Wir sind die Küchenzwerge. Ich bin Küchenzwerg. Hi-ho, hi-ho. Ihr steckt dann in der Po. Das tut dann so weh. Hi-ho. Der Renten schreit immer so sexy. Ah, 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 ah. Wir sind alles dabei. Der Bio, der Nobi, der Kyle Souls. Und ich bin süß. Hey, danke, Sebastian. Danke nochmal, dass du mich in deiner Grüße mit erwähnt hast. Das ist das erste Mal seit 5 Jahren, dass ich irgendeiner für meine Musik interessiert, wahrscheinlich. Für die nächsten 5 Jahre kriege ich bestimmt 2-3 Views noch. Ne? Aber wir haben meine Musik auch verwendet in verschiedene Videos. Minecraft zum Beispiel. Minecraft. Und für Trailer haben wir auch die Musik selber gemacht. Also die meiste Musik, wo ihr bei uns hört, habe ich oder der Renten gemacht. Und man kann das Zeug bei Bandcamp runterladen. Ja, also falls es irgendjemand interessiert. Nageria.bandcamp.com. Komm doch mal her. Ne? Der Jack ist wahrscheinlich noch arbeitet, das ist das Problem. Ja, wir müssen halt relativ früh streamen, das sind die wenigsten daheim. Wir machen sie ja auch direkt. Von der Erwitt aus und viele schaffen länger wie wir. Ah, und härter wie wir. Und überhaupt schaffen die. Die schaffen halt. Das ist halt mit der Erwitt. Eigentlich habe ich hier einen Karton stehen, wo ich drin wohne. Ja, wir wollten euch nur mal kurz darauf vorbereiten. Das können wir so da runterstellen. Ich stelle dich gleich runter. Halt dein Maul. Halt dein. Ich war am Erzählen. Soll ich Pumpe oder was? Pumpe. Ich habe gerade gesagt, dass ich halt gefragt bin. Kannst du mir die Bäh Pumpe? Leck dich. Leck dich. Heute wird geleckt.
Was wollte ich denn jetzt erzählen, verdammte Scheiße? Ja genau, dass ihr auch noch dabei sind, wenn wir es essen. Also wir probieren den Scheiß auch gleich. Ja, den Scheiß. Hol dir noch einen anderen Teller für die fertige Frikadelle. Pfälzerwitze mit Saarländer. Pfälzerwitze mit Saarländer? Oh nee. Ich kenne keine Witze, ne. Aber wir lieben die Saarländer. Eigentlich, es gibt bestimmt welche, man kann die meisten Witze auch umdrehen. Also ich glaube mal, kannst alle Witze umdrehen. Die Pelzer sind genauso dappisch wie die Saarländer. Das ist genauso wie Ostfriesen und... Ja, die Fahrradständer recht und sowas. Ajo. Gerade so ein Ostfriesen mit dem Gesicht einbuckeln, dann ist ein Fahrradständer und so ein Kram. Pass auf, du musst warten. Du musst als umrühren, weil der Reis brennt mehr als ab. Sobald der kocht, stellst du Truna auf 4 und dann geht es eine Viertelstunde lang ab. Ach, das war schon Ende bitte. Das ist das Problem. Vielleicht haben Stups so viel Wasser rein. Kann sein, dass es scheiße schmeckt. Nee, das ist jetzt kein Witz, das ist überhaupt nicht lustig. Dann schütt ein bisschen ab. Nee, wenn nicht, hol mal Pommes. Okay. Ich mache aber die Pommes mal schon selber. Wir haben jetzt einen Dönerstag gehabt. Jetzt haben wir das Kochstudio. Machst du einen eigenen Eulspieler eigentlich? So, Kochstudio? Ja, das ist so ein Livestream, das ist das Problem. Und da kann man gar keiner machen. Das läuft dann einfach. Ich kann es runterladen und neu hochladen, aber. Alles scheiß. Ja, also wir machen jetzt keine Witze irgendwie über, man kennt Witze, ja, aber so Witze über, so ich brauche hier gerade noch eine. So Bundesländer-Witze, ich weiß nicht. Gibt's bestimmt ganz gute. Ich mag alle, ich mag auch die Ossis, ich mag die Bayern. Die Österreicher sind einmal willkommen, mehr österreichische Zuschauer, ein paar, gell? Wenn wir ein, ist aus Österreich. Der KS, super, Sache dort und so. Die Schweizer mögen wir. Hallo? Ja, Minecraft-mäßig ist es weitergegangen. Wir wollten, also die Frage war heute, wir hätten so versprochen, dass wir heute kochen. So. Machen wir jetzt hoch. Nee, halt. Nee, da geh ich runter. Also. Die Frage war ja, ob wir heute kochen oder Minecraft weitermachen. Uns hat sich ein bisschen was getan. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber das Thema war ja jetzt, die Stadt lebhafter zu machen. Und das habe ich jetzt verwirklicht mit Fahrzeugen und Autos. Ich habe noch, was noch fehlt, sind die Traktoren für den Agrarbereich und ich brauche noch die Feuerwehrautos. Aber Polizeiautos fahren schon rum, normale Autos. Ich habe Laster gebaut, verschiedene Fahrzeuge halt. Ein schweres Laster. Ja. Und ich habe ein Stretch-Limon, aber das sehen wir dann, und einen Dragster habe ich gebaut. Und die Stadt ist gewachsen, aber die Gebäude will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es gibt ein paar Sachen, die noch quält, die sind jetzt dazugekommen. Und ich habe Flanierstroß gemacht, die so ein bisschen an, das ist nicht der Walk of Fame, aber so ein bisschen, so sagt, wie heißt denn das? Muss so all oberkörperfrei rumrennen und joggen. Der FKK-Stadt. Florida-mäßig. Ne? So ein bisschen Urlaubsregion. Ja. Ich will noch Klärwerke bauen, das kommt noch. Und je nachdem, wann wir dazu kommen, ist die Stadt auch schon wieder gewachsen. Also geht schon ein bisschen weiter. Die Abzugshaut bloß ich jetzt mal absichtlich aus. Ja. Also DHL-Autos, Postautos. Sebastian hat mich irgendwas gefragt. Ja, also ganz kurz, DHL-Autos habe ich jetzt auch. Also Postautos ist ein Auto. Lies mal kurz vor, was? Wer was? Sebastian hat eine Frage an mich gestellt. Bist du in Dark Souls Remake Hype? Ah, ja, ich freue mich drauf. Wird bestimmt interessant. Bin mal gespannt, wie es auf der Switch wird. Switch, also ich hole PS4-Version, Switch-Version und später noch PC. PC habe ich nicht so nötig durch DS-Fix. Kann man noch das Alte ganz gut spielen. Aber PS4 und Nintendo Switch bin ich sehr hyped drauf. Ja. Die sind schon ein bisschen mürbe. Also das wären keine total feste Frikadelle oder so, wie man so scheiß gekachte Frikadelle. Wie werden die so fest? Wenn als Leute Frikadelle machen, sind die als richtig fest außer. Wie machen sie das? Außer, das ist halt das Paniermehl. Aber so richtig fest, ich meine jetzt insgesamt fest. Du kriegst das locker hier, wenn ein Ei drin ist, das ist einfach leckerer. Ach so, Ei mache ich immer rein. Ja. Das reißt sich, das Leben stimmt. Lippung! Ja, aber nicht richtig, so. Er steht hoch, ach weiter, ich sage, oh, nimm schnell das Zepter des Kochens. Nein, okay, Nemo. Nemo, findet Nemo.
Und der Honig, das ist erstens wie ein Hopfen. Auch der Reis? Ja. Rühre. Dann. Der Honig macht das schön. Runter auf die 4. Zart. Und rühre. So. Ich stelle jetzt auch mal runter, sonst brennt mir der Kram auf. Aber wenn wir zum Beispiel Burger machen. Steht auch nur 4. 4 ist in Ordnung. Ja. Gut. Also, das muss jetzt eine Viertelstunde ungefähr. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 18, 17. 17. Alles so kurz noch halber. Es gibt ein Rentengebäude, ein Nigeria-Rentengebäude gibt es jetzt mittlerweile. Da könnt ihr in die Rentenfonds einzahlen, da könnt ihr die Rentenversicherung abschließen. Und ja. Ja, das, wenn die so locker sind, das Beschissene ist, man muss echt aufpassen beim Wenden. Aber wenn die fertig sind, sind die so gut. Ihr müsst wissen, ich bin jemand, der ständig umrührt, weil er Panik hat. Ich habe immer Panik. So, und jetzt kommt es. Hey, wir haben schon 9 Likes, danke. Guck mal, wie locker das ist. Jetzt passt mir auf, was ich mit denen mache, obwohl ich schon halber durch bin. Drückst drauf? Ah jo, klar. Drückst drauf? Drück drauf? Jetzt wird's geil. Jetzt wird's geil. Ne? Aber vorsichtig. Trotz, ich glaube, trotzdem bist du in der Stelle, oder? Okay. Ja, bisschen. Bisschen. So. Das Video kommt dann übrigens am Retro-Freitag online. Anstelle des Retro-Freitags ist es die erste Episode des Nigeria-Kochstudios. Ja, ich denke, also ich werde dafür, dass wir es. Werdet ihr dafür, dass wir es weitermachen? Ja, sollen wir öfter mal was kochen oder 11 Likes? Leute, danke. Also ich koche mittlerweile, also ich koche auch echt gern. Also der Ham habe ich mir so an der Herd gekürzt und dann, wo ich ausgezogen bin, erstmal kommt Scheißdreck raus, ne? Man versucht jeden Käse zu kochen und was das ist, du experimentiert, aber irgendwann wäre es doch seine Linie, und da geht es eigentlich so. Ja, du musst. Gerichte habe ich echt drauf. Das ist wie mit allem im Leben, du musst ein paar Mal auf die Fresse fallen, damit es langt. Ja, kann ich. Viele Flänne, wir sind nur Mädchen, kannst du immer wieder sagen. Ja, pass auf. Also folgendes, wenn es vorhin was kochen gehabt, ich persönlich hasse kochen, weil ich stelle mich eine halbe Stunde in die Küche und fresse das Zeug in 2 Minuten runter. Und das finde ich sau unnötig, das geht mir auf den Sack. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit Raven King oder mit meiner Freundin koche, dann macht es Spaß. Dann ist es schön. Dann finde ich es gut. Aber allein kochen mag ich überhaupt nicht. Mal so fertig Gericht in der Pfanne für 10 Minuten rein oder ja. Pizza. Ab und zu habe ich dann gekocht, weil ich das Fertigfraß nicht mehr sehen konnte. Ich kann zum Beispiel nimi die Lasagne aus dem Netto essen. Die hat das letzte Mal so süß. Ist egal, ich mache noch in Enorme sauber. Die nur ist nochmal drüber lecken. Ne, ich mach noch in eh sauber alles, also von daher. Weil die hat so süß geschmeckt, die Lasagne. Und da habe ich gedacht, das Hackfleisch ist schlecht. Das war so. Das ist überhaupt gar nicht so gesund, das Fertigkram. Ach komm. Also ich muss sagen, ich tue jetzt aus gesundheitlichen Gründen kein Fertigkram mehr essen. Auch ab und zu esse ich schon noch was, wenn ich zu faul bin. Gestern zum Beispiel habe ich Pizza gemacht. Das geht schon einmal die Woche oder so. Geht seit, schon. Seitdem wir ein Kind haben, ist es auch so. War auch vorher schon so. Ja, fürs Kind will ich schon nichts Fertiges holen. Also alles war auch vorher schon so. Alles, was wir kochen, machen wir eigentlich frisch. Es kann nur sein, dass man Helfer schon mitnimmt. Ne? Frisch die Pizza Frisch aus der Packung. Frisch aus der Packung. Vom Pizzabau. Es macht, also mir persönlich nutzt es halt auch Spaß. Ich koche halt gern für die Familie. Ich weiß es halt nicht. Ich koche, seitdem ich koche, koche ich eigentlich mindestens für 2 Leute. Und es macht einfach Spaß. Man kriegt Hunger dabei. Ich hoffe, der Akku hält durch. Und wenn ich was koche, will ich auch irgendeinen Scheißdreck fressen. Ich will da echt gescheite Zutaten haben. Das heißt nicht, dass man teuer einkaufen muss, aber. Nee, du kriegst gute Zutaten. Ach, wenn du überlegst, wenn du gut die fertige Pizza holst, zahlst du zwischen 2,50 und 3 Euro. Ja? Wenn du 2 Euro noch drauflegst, hast du richtig gutes, frisches Essen. Weißt du? Deine Pizza. Nee, dann hast du anstatt von der Pizza. So. Hast du. Wobei es geht ja noch frischer, man kennt ja auch die Karotte Schäle und alles. Also können wir das nächste Mal machen, da kriege ich nur was mit. Hey, tiefgefrorenes Gemüse ist in Ordnung, ja. Ist gut. Und hat auch mehr Vitamine wie das eingelegte Zeug. Klar, ganz frisch ist ganz frisch. Ne? Das ist, also das steht wir können uns mal ein paar Rezepte gucken. Ich meine, das ist jetzt auch nicht 1000%ig gesund, was wir da machen, aber es ist nur Zünder, wie ich fertig scheißen, die Frikadelle sind auch. Auf jeden Fall. Leute, wenn ihr Rezepte für in unter einer Stunde kennt, könnt ihr die gerne drunter posten oder Gerichte und dann gucken wir mal, ob wir das machen vielleicht. Ja, machen wir mal vom Ort raus. Ne? Und eventuell hole ich irgendwas, einen Schwenkarm oder besseres Stativ, damit wir das mit der Kamera auch besser hinkriegen. Das ist jetzt alles sehr schnell improvisiert.
Ist die Verbindung auch in Ordnung? Ist alles okay? Hört ihr uns? Hallo? Gib Zeichen. Zeichen. So, noch ein bisschen, bis die Ente ist. Alles okay. Bio, okay. Wer, welchen Ring? Das ist meiner. So, das ist mein Ring. Und Raven King seiner? Pelmenis ist russisch. Ist auch super. Könnte man auch mal machen. Weißt du, was das ist? Das ist so ein bisschen wie Tortellini mit einem Hackfleisch. Mhm. Ach, wieder Hackfleisch. Machst einen Deck, einen einfachen Deck, so was das ist, Mehl, Ei, Wasser, fertig. Und das Geile ist, du kannst diese Pelmeni, du kannst dann verschiedene Sachen, dann kannst du Gemüse da machen, kannst du scharfe Soße, ich mach mal, kennst du diese Siri Shaka Soße, die ich da hab? Ja. Die kannst du neu machen. Das Kochen nimmt auch dann ein bisschen die Schärfe weg, also die durfte ganz normal wie Nudeln machen. Ja, du verkochst halt ein bisschen, ne? Ja, und da kannst du dann Schmand zumachen. Mit Schmand ist das super. Ist russisch, ne? Hey, mal Russe hier! Russisch Schmand. Also Pelmeni ist super. Leute, sieht das lecker aus. Was, wer hat der Ring? Achso, du sollst mal den Ring reinhalten. Der ist ein ganz einfacher Ring mit Riedel. Und passen auf, das ist mein Ehering. Und ich habe ja den Auftrag gemacht gekriegt und das Nachtlicht hat aber die Größe von meinen Fingern gebraucht und hat aus Versehen einen Daumenring von mir gefunden. Oh. Deswegen ist dieser Ring. Dann musst du Fresse, bis er passt. Ja, pass auf. Dieser Ring ist nicht am Ringfinger, weil er ein bisschen zu groß ist. Ich muss noch mehr fressen. Ich habe es jetzt geschafft, dass er am Mittelfinger ist. Wahrscheinlich passt er jetzt auch. Also mein Mittelfinger ist jetzt so groß wie vor ein paar Jahren mein Daumen. Okay. Bisschen unter der Reis angebrannt, ich mache noch ein kleines bisschen. Mittlerweile den der Basse. Also, das ist mein Ehering und Verlobungsring. Hätten wir doch fast drei Tassen nehmen können. Mit dem Buttergemüse dabei. Und an dem Ring sehe ich, ob ich fetter werde. Ich bin jetzt so fett, dass mein Mittelfinger so fett wie mein Daumen friert. Passt dann noch um den Penis? Ja, er passt um den Finger. Okay. Ah, siehst du, wir haben Russ dabei. Echt? Super, deswegen Pelmeni ist super. Wer denn? Der Solidandi. Ah, Solid Andi? Solid Andi, ach, Entschuldigung. Solid Andi, Solid Andi. Der Krokodil Andi. Solid Andi. Ne, Solid Andi, servus. Stell mal das mal, glaube ich. Willkommen. Hast du, Ey, Leute, an... Hast du ein Dingens? Was? Unersetzer. Für? Nein, nicht ausmachen, das sind doch noch die ganze andere Frikadelle, die kommen noch ach, stimmt. Gib mal. Hol um den Teller und leg sie in den Teller rein. Du musst jetzt also Chat weglegen. Leg den Chat weg. Leg den Chat weg die ganze Nacht. Lecker. Was wir zum Beispiel auch gern machen, ist, wenn wir Familienfeste haben, wo natürlich auch die Freunde kommen, wie zum Beispiel die Renten und die Frau Stabnella und die Daimos und ich grüße jetzt mal alle, der Andi Paul aus Polen, der Lord Backpulver. Der war gestern kurz beim Stream dabei, habe ich mich voll gefreut. Super. War das erste Mal, dass er dabei war. Super. Ich habe die alle mit vergessen. Und wir kochen mittlerweile so gern, wir grillen, Daimos grillt. Das ist ein super Griller, ich grill auch selber persönlich gern. Das macht so Spaß. Bis eben gegrillt, bis eben. So. Und zwar mache ich das jetzt so. Ist das nicht direkt. Dann schmeiß ich das einfach so raus. Und also mir ist ohne tatsächlich ein kleines bisschen der Reis angebrannt, aber es geht also, noch. Das Kochen ist ja auch eine soziale Sache, ne? Asozial. Also, asozial. Man rett mit meiner Matrix. Halt's Maul. Du bist hungrig, ne? Man merkt. Ja, ich hab Hunger. Wenn ihr acht sauer, wenn ihr... Normalerweise essen wir was, bevor wir aufnehmen. Ich habe vorhin gesagt, ich finde scheiße, dass wir nichts essen, bevor wir aufnehmen. Ja. Deswegen ist das so schlecht drauf. Ich bin einmal schlecht drauf. Nee, eigentlich bin ich gut drauf. Ich finde es schade, dass das so gut funktioniert. Stell dir mal auf 5, bitte. 5! Ich habe das wieder fast ausgemacht, gleich. Ja, du hast es auf 2 gestellt. 5! Cory ist super, wir gucken mal zusammen. Oh, wir sind gleichzeitig gekommen. Lecker Fleisch. Rührt der Scheiß Reis! Wir können auch mal im Sommer ein Special machen, weil ich lege auch selbst Fleisch ein. Ja, da müssen wir aber gucken, dass wir irgendwie draußen streamen können. Das geht ja. Da, gute Marc, da ist ein gutes Glück. Gute Marc. Grüß an die Tanja. Ja. So, wollen wir mal gucken, wie sie aussehen. Ne? Wir sind so ein bisschen mürb, aber das wird geil. Das wird super. Naja, wir essen ja auch klein. So, aus Sicherheitsgründen. Kannst du mir mal einen kleinen Löffel geben? Einen kleinen Löffel. Da. So ohne, ja. Oh, ich kann das gerade schon. Hm. So, ich mache ein bisschen was an den Tisch, dass man dann fertig ist, oder?
Das ist mal alles gut, oder? Soll ich Lebertier essen, damit die Leute sehen, oder wieder Lebertier? Ja, wieder Lebertier. Okay. Ja, muss nur das. Zeug wegfahren. Oh Leute, ich habe seit ein paar Tagen habe ich nichts gegessen. So Stress auf der Arbeit und die Claire hat nachts so geschlafen. Ich habe so Schmerzen in der Arme. Ich bin nur kurz vorm Kumpel. So nur ein Tag oder mehrmals? Ein Tag, aber das hat halt auch schlimmer. Ich habe schon am Montag habe ich Probleme gehabt. Normalerweise kriege ich stell's runter, aber nicht. Habe ich schon. Zumindest kurz vom Herd runter. Habe ich schon. Ach so, nee, die Stufe, der ist noch nicht ganz durch. Machst du die Eier hin? In den Kühlschrank. In der anderen bitte. Ich hab keine Ahnung, es sind so zwei Tage. So kurz vom Kopf wieder war die Arge gewesen. Ich kenn's halt nur die Kräne. Abartig. Ich bin echt froh, wenn's Wochenende ist. Hab ja Migräne. Nicht zu Spaß, ich hab echt keinen Spaß gekriegt. Fucking Reis! Wie viel Uhr haben wir? 27. Das sieht so sehr laut aus. Ne? Servus Jack 2. Check, check, check. Wenn du Jack Knight, ist der Jack 2. Ich will die Mutter. Ah jo. So. Soll ich die mal auf den Tisch schon mal? Nee, komm. Das ist die andere. Nee, wir holen uns noch in der Funde. Ja, der ist an der Ecke. Er ist nicht schwarz angebrannt, aber er klebt ein bisschen. Ganz durch ist er trotzdem nicht. Aber ich denke, man kann es essen. Kannst schon mal einen Löffel nehmen und mal probieren, wenn du willst. Doch, probier. Das ist ja noch Käse. Probier! Musst pusten. Ah ja, ist das noch Käse? Ich will ihn ja noch ein bisschen drunter. Also. Fester pusten. Fester pusten. Oh, der riecht gut. Ja, mit dem Buttergemüse ist das echt geil. Ist okay? Kann er runter? Ja. Ja? Ja. Kann er runter. Und die Platte aus. Immer gleich die Platte ausmachen, Leute. Oh, machst du acht Salz und Pfeffer noch ein bisschen oder was? Können wir eigentlich machen. So nachträglich. Vielleicht ist hier nur. Aber es ist nicht dumm zu trennen. Oh! Noch gerettet. Ja, Tokai. Fünf Frikadelle in einem Spiel. Tokai. Es waren aber vier. Aber nicht Zigarette. Wenn du Pfannen richtig gut putzt, das ist es wie wenn der so Helmut Kohl was ins Ohr flüstert. Der ist nicht so gut. Ja, da braucht man nicht, oder? Ich bin so locker. Ja, aber du kannst mir mal eine Gabel geben. Danke. Nimm die auch zum Essen oder soll ich? Die ist nicht zum Essen, ne? Gabel schmeckt nicht. Pass auf, das ist bei dem speziellen Reis, mir fällt der Name gerade nicht ein, wird empfohlen, am Schluss mit der Gabel durchzugehen, damit er ein bisschen lockerer wird. Weil der klebt halt ein bisschen. Ihr müsst aber aufpassen, dass ihr mit der Gabel nicht unbedingt am Boden rumkratzt oder was und die Beschichtung von eurem Top oder von der Pfanne oder was auch immer kaputt macht. Ja, das sollte es ja. Babt immer noch nicht sagen, ist egal. Schmeckt ein bisschen wie Milchreis mit Gemüse. Das stimmt, ja. Aber ist irgendwie geil. Ist irgendwie geil. Ich hab so Bohnen gegessen und gefurzt, ey. Abartig. Denn wir waren in Frankreich, weil wir gehen manchmal auch in Frankreich einkaufen. Das aber schon länger her, oder? Nö, das ist doch ein Deutsch.
Gar nichts erzählen. Und noch Weißenburg, da kann man gute Sachen Sache zum Essen kaufen. Da sind so geil. Also richtig gut, schon coole Sache. Wie zum Beispiel Polenta, was für Renten nicht essen wollt. Da sind halt Vorschlag, dass ich Polenta mache. Noch. Das sah eklig aus. Das ist ein Maisgrieß, der schmeckt super gut, den kann man relativ fest essen. Oder wie zum Beispiel ein Kartoffelbrei. Ein ganz klar wird so. Schmeckt gut. Grieß haben wir Mais. Könntest du mal ausprobieren, wenn wir was anderes machen. Der Raven King hat sich schon das Ketchup bereitgestellt. Ja. Eine wundervolle Idee. Ein bisschen. Aber es sind ja auch Frikadelle, das ist so abartig. Danke, Jack 2. Boah, jetzt stellen wir es aber ein bisschen runter. Ich stelle es gerade ein bisschen runter. Boah, das ist aber alles voll gespritzt hier. Da sieht es besser aus. Muss man noch im sauber machen. Ein bisschen spritzt. Spritze tun wir doch eh mal ein bisschen beim Aufnehmen. Also ich spritze immer ein bisschen. Marc. Servus, Marc. Marc. Unser Musiker Marc. Oh, der Marc? Ja. Ist das der, wo ich gesagt habe, er kann uns mal was machen? Ja, mach's uns. Mach's uns. Senf. Wir waren am überlegen, ob wir Senf mit Lime machen in die Frikadelle. Ja, wir haben aber einen Haufen Currygewürz mit drin. Und deswegen haben wir das Senf diesmal gelost. Normalerweise mache ich 8 Senf in die Frikadelle mit Lime. Ja, muss nicht sein. Muss nicht. Aber ich würze halt auch nicht mit Curry und sowas. Das ist der Unterschied. Ist halt nicht ganz dicht. Bin nicht dicht? Das ist das. Nee, das. Das macht es auch nicht, aber ich hab doch gesagt, ich mache halt die Raven King Frikadelle, wenn es mir aufnehmen ist. Ja, mit Senf mag ich normalerweise. Kann ich das offen im Schrank stehen lassen? Warte, ich mache es weiter. Pelzisch für Frikadelle ist Frikadelle. Also gibt es nicht irgendwas. Bulette kann man auch sagen, ne? Aber man sagt eigentlich in der Frank, sagt man Frikadelle, ne? Frikadellebrötchen oder Frikadelle. Reicht das? Ja, ja, ja. Gut. Ja gut, Paniermehl kann man auch selber machen, wenn man Brot trocknet, ne? Jo. Wir händ's doch. Ja, und das ganze Gericht hat nicht einmal 10 Euro gekostet. Und ich habe noch Zeug privat geholt. Also ich habe noch fertig Pizza geholt für am Sonntag und sowas. Aber das gesamte Gericht, was wir hier machen, waren insgesamt, was waren denn das? 8-9 Euro kostet das ganze Gericht hier. Und das hier ist jetzt aber 8 für 2 da. Also das wird gefressen bis zum Unfall. Ne? So, machen wir mal aus. So, wir machen mal aus. Und kennst du das Abtrieber Bäcker? Ja. So, Sebastian ist ihr Sohn. Ach, das Sohn von der Sabrina. Servus. Sag gerade einen Gruß. Die schaut uns als zu. Die hat auch als kommentiert bei uns. Ach ja, genau. Ja, ja. Und viel geguckt gehabt. Ja. Stimmt, ein Gruß. Eine liebe Frau. So. Ich hoffe mal, dass das so in Ordnung ist. Wenn nicht, müssen wir den Winkel später anders da einstellen. Die aus dem Osten, wo man uns also... Die Sacrifice, die war schon lange nicht wieder bei. Hey. Ich kann ja auch nicht. Ich kann ja auch nicht mehr. Wisst ihr was? Wir kennen euch alle mit Warme. Wir kennen euch was vom Eubild. Ja, das stimmt. Bei irgendeinem Multimillion-Channel seid ihr im Chat. Zwischen Tausenden. Ihr werdet nicht wahrgenommen. Aber wir lieben euch alle. Ja, ihr seid unser Retter. Von ganzem Herzen. Ich weiß nicht, ob ich es pünktlich bis um 8 schaffe für den Community-Stream nachher über Discord, weil ich hier noch sauber machen muss. Ja? Deine Mutter ist auf der Erde und dann guckst du uns. Ah ja. Wir sind halt Highlight-Programm. Auf jeden Fall vielen Dank an alle fürs Einschalten und dass wir immer dabei sind. Und das ist super. Das freut mich wie Sau. Ja, wir haben sonst Keller. Ah, nee, das ist schon ein Hobby, was so viel Zeit kostet und wenn wenigstens ein paar Leute irgendwie eine Freude mitmachen kannst, die dann gucken und denken, guck mal, die zwei Idioten wieder, die Arschlöcher. Aber das ist es wert, deswegen machen wir den Scheiß. Das macht so viel Spaß mit euch. Ihr seid, ich zeige euch ein bisschen Bauch, komm. So, jetzt soll ich das so rüberstellen. Stell es hoch. Wohl, mach schon Unwasser heiß. Brauchst du jetzt nichts mehr drunter machen, das muss man abkühlen. Nee, wegen Reis, wenn das auf der Tisch. Willst du das auf der Tisch stellen, dann holen wir es uns. Nee, wir holen es uns. Okay. Wir holen uns Essen. Du kannst einen Löffel rausholen für den Reis oder ja, noch einen Löffel. Nimm mal einen Löffel. Da wird es mal abholen. Gut. So, haben wir. Ach, du kannst deine Gabel mitnehmen für Frikadelle. 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 Das
Sandy. Sind zwei. Ist die ganz durch? Jo, aber schon auch. Nee, pass auf, die Dusen nochmal neu lecken, bis sie ganz durch sind, dann echt die neue. Bei der weiß ich es nicht. Die, ja, andere, die anderen sind aber durch. Es kann auch nur sein, dass er so stick war, aber ich will nicht, dass du. Man hat den Dämpfen ohne. Hab ich doch. Die zwei Wochen ohne. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich bin nur gespannt, also, dein Reis finde ich klasse. Was du zum Reis sagst. Ein klasse Reis. Ein klasse Reis. Dein Reis auch klasse. Ja? Das ist so ein bisschen wie der Japaner-Reis. Das, das ist Japaner-Reis, Digga. Mir fällt nur der Name nicht ein, wie er heißt. Japaner-Reis. Ja. Japanischer Reis. Ja, pass mal auf, Leute. Wenn euch das interessiert mit Minecraft, dann laden doch einfach mal die Map runter. Ajo. Da muss ich halt nicht immer eine dabbische Frage beantworten. Arschlöcher. Wir lieben uns. Ja. Ich meine, es kennt Jenna aussehen, aber ich sag's euch, schmeckt super. Wird gut. Wolltest du noch gar nicht probieren? Ich kenne mal Frikadelle und dann Reis habe ich vorhin probiert. So, ein guter. Ich esse schon Ketchup dazu. Das Problem ist, ich krieg die Kamera jetzt nicht so hier, dass man beides sieht. Oder soll man die Senfsoße noch holen? Soll ich die Senfsoße holen? Nein, brauchst du nicht. Ich nehm Ketchup. Du nimmst auch Ketchup. Gut, dann gute, ne? Heinz kommt übrigens auch aus Karlstadt, wie der Troll. Heinz kommt auch aus Karlstadt, ja. Basmati Reis, vielen Dank, Topenga. Danke. Und willkommen im Stream. Vielen Dank. Ja, Frikadelle sind gut geworden. Hat das Video eigentlich eine Beschreibung ohne oder ist einfach Kenny drin? Frikadelle. Weil ich habe von der App aus, hätte ich eine riesige Beschreibung machen können, aber hatte ich keinen Bock drauf. Das war mir zu anstrengend, war das gerade eben so ein bisschen. No battery. Oh! Oh! Hast du Verlängerungskabel? Ja. Ich muss gerade mal Strom holen. Er holt Strom. So, was schreibt er dann in der Major? Mahlzeit. Keine Beschreibung. Also so schnell wie Handys heutzutage, keine Beschreibung, egal. Beschreibung. Ich war auf der Anti-Nazi-Demo dort, aber ich hab's aber auf Facebook gestreamt. Achtung! Alter. Könnt jetzt vibrieren? Oh fuck. Gute. Gute, das Kabel zieht die Kamera runter. Wer ist ein Topenga? Habedo? Eine Zuschauerin. So, warte mal. Ah. Boah, super. Lädt's jetzt oder lädt's nicht? Das nicht erkennen. Guter Abo. Jake, du bist ein Heller, oder? Ja, es lädt. So, jetzt ist aber das Problem, dass das Kabel das Stativ runterzieht. Jetzt müssen wir's leider irgendwie anders lösen. Ja. Guck mal kurz, sieht man uns noch? Ja, jetzt sieht man uns. So. Gut, ja, so ist gut. So ist gut. Okay. Also wie gesagt. Sorry, das ist alles ein bisschen arg improvisiert. Wir haben nicht wirklich eine Kamera. Wir haben ja nichts. Wir haben ein Handy gemacht, weißt du? Ja. Also wenn euch Minecraft interessiert, ladet es euch runter, kein Witz. Wenn ich drauf denke, gebe ich da die Map später. Die Kinder haben selber gut. Sehr gute Frikadelle. Ja. Ein Gruß an den Ronny. Der hat jetzt auch angefangen, Minecraft zu spielen auf der PS4. Mhm. Ich spiele sie mittlerweile auf dem PC, oder jetzt schon ein paar Jahre. Kannst du auch mal runterladen. Ja, so reicht mir. Das erste Mal ruhig. Muss zusammen essen, ne? Muss zusammen probieren, so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist wie die Minecraft-Welt wollte man nochmal einen Retro-Freitag mitmachen. Wo man nochmal durchschlafen und ein bisschen die Neuerungen zeigen. Und eventuell nächste Woche, außer wir wollen nächste Woche wieder kochen oder was anderes spielen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Der Stream läuft noch, oder? Ich glaube ja.
Ist der Stream on? Fragezeichen. Müsst doch laufen. Sind wir on? Also bei uns steht noch live. Hört ihr uns? Jo, läuft gut. Okay. Merkst du aber, was mit dem Honig macht, ne? Ein bisschen locker. Ja, ja. So ein bisschen wie gegrillt, finde ich. Und ach so, mit der Würzung, mit dem Reis dazu, das passt gerade gut. Passt gerade gut. Der Reis ist echt nicht schlecht. Ach, gut gewürzt. So, noch ein bisschen Pfeffer neu gemacht, oder? Aber viel Pfeffer. Mhm. Und halb viel Salz. Weil ich bin halb nicht so der salzige Typ. Mhm. Na, schmatzen was? Nom, nom, nom. Wer schmatzt? Müsli, Müsli, Mam, Mam, Mam. Was sagt Ray? Ja, schmeckt. Lol. Ende Diät. Mit uns kannst du keine Diät machen, das kannst du abschmieren. Schwenkt man bei euch in der Pfalz? Servus Game Overland. Ja. Schön, dass du dabei bist. Schwenker haben wir auch. Ach, also mein Grill ist ein Schwenker. Der Daimos hat einen Weber, so einen Kugelgrill. Mhm. Da habe ich mir Aschen überlegt, aber. Ich finde Schwenker auch nicht schlecht. Ja. Man sieht, was man macht. Ne? Da kannst du dich schämen mit deinem Klappstuhl vor der Schwenkerstelle, schwenkst rum und trinkst ein Bier. Macht Spaß. Ne? Oh, machen wir auch schön, ne? Stimmt, Game Overland, du kommst auch aus Österreich, gell? So wie die Cold Souls. Götzi. Ich glaube, Game Overland war aus Österreich. Mir fällt nur dein alter Name in mir ein. Sorry. Du hast früher so viel drunter geschrieben und jetzt habe ich voll den Namen vergessen, wie der früher war, weil du schon nur geändert. Oh, was hat denn der Marc geschrieben? Ich hab's nämlich gesehen. Sehr gut, kriegt man das. Kriegt man auch Schwenker zu kaufen, das Fleisch, ne? Und der Begriff. Der Begriff sagt mir jetzt nichts. Schwenker? Ja. Also das Fleisch. Ach so? Schwenker. Begriff für Fleisch. Ja, sagt mir nichts. Schweiz, Da Vinci, ach, Ayo. Ach, der Da Vinci, ach Gott. Ach. Alte Kumpel. Ich muss aber auch sagen, dass ich entweder ungewürzte Brotwurst nehme. Da habe ich so eine Quelle, wo ich die hole. Aus dem Brotwursthaus. Pass auf, im Lidl gibt es die geilste Brotwurst. Die kleine Brotwurst, das ist fast keine Würzung drauf. Mhm. So wie sie sind auf der Grilllecke, das sind die geilste Brotwürste. Die Klee geht auch voll drauf ab. Die, wo ganz viele sind, die so groß so sind? Dicke, oder? Kleine. Okay. Das sind die beste Brotwürste, ich kann es euch sagen. Na, zum Schlecke spiel ich selber euch. Also Knoblauch mache ich oder ich mache Zwiebel und so, wie ich euch lege. Gefühlewurst. Macht Spaß. Knoblauchsteak mache ich gern. Also frisch mit frischem Knoblauch und so, ne? Mhm. Ein gutes Öl. Ist gar nicht viel draus, also Pfeffer, Petersilie. Das Geile ist, dass die Frau Schrapnella genauso Knoblauch abfährt wie ich. Mhm. Das heißt, wenn, dann stinkt man beide. Das ist gerade scheißegal. Ja. Und dann essen wir noch Knoblauch. Und dann essen wir noch Knoblauch. Das kommt halt erschwerend hinzu, ne? Ach Gott, schmeckt das gut. Super, ne? Super. Schulz, Bio, Schulz. Hast du Zucker, falls Nachtlicht? Ich hab jetzt nichts dabei, falls ich mitnehme. Bringst du nächste Woche gerade mit? Ist nicht gestern, wo ist wieder drin? Soll er herkommen und sich abholen, ey? Ah ja. Wir kochen hier nicht, sondern was auch noch transportieren. Das sind die Weiber. Eieiei, nee, ich hab was. Ich hab was. Ich hab ein paar Aldi-Tüte und so. Ja, wir können Pelmeni machen nächstes Mal. Ich mache auch gerne Spieße. Macht mir auch Spaß. Bist schon ein Spießer. Muss nicht auf den Tisch spucken. Es ist halt so. Stimmt halt, ja. Ich bin sehr konservativ. Du konservierst doch. Ja, mach immer Eul. Du Arschloch. Brombeere, Aprikose, Gurke, Physalis. Syphilis machst du auch? Syphilis mache ich auch. Ist mein Leibgericht. Hm. Ein gutes Rezept dafür. Ich mach mehr so Zigeuner als. Oh ja. Ist auch gut. Ich mag auch Paprika. Bis später, Jack 2. Gute. Ja, da kann ich mal dazu. Er konserviert tief. Ah. Da gucken sie ständig Scheiß auch jetzt noch. Die gucken jetzt, wie wir fressen. Ja. Ich geh jetzt auch noch in die Rache, wisst. Weil, ne, ich zeig euch noch. Noch im Essen,
Wir hatten einen Kaffee gemacht. Machen wir jetzt noch einen Kaffee. Machen wir einen Fisch an. Entschuldigung jetzt. Ach so. Entschuldigung. Du hast mal schon das Waldlied versaut, gell? Mit einem ewigen Trübse. Arschloch, dummes. Geht das jetzt schlecht? Gut. Scheiße. Da hat sich denn Scheiße aus. Willst du echt noch einen Kaffee? Hast du so einen leichten Kaffee? Nee. Ich hab nur Hardcore. Und wenn du Kaffee machst, machst du die Milch zu? Ich mach, also ich kann dir Milch dazu machen, aber ich nehm keine. Nee, dann los. Dann los halt. Dann los. Oh, hat mir gesagt, das hat, gell? Ich könnte noch essen, aber ich stopfe mich jetzt nicht voll. Ich genieße, was wir gemacht haben und mein Portion. Ich habe halt noch Taco-Salat für heute Mittag in der. Taco-Salat. Taco-Salat können wir auch machen, schmeckt da auch gut, ne? Ja. Oder was auch interessant wäre, wäre ein Obstsalat. Müssen wir halt viel schnippeln, aber da haben wir dabei zu verzählen und schnippeln nebenher. Schmeißen das in den Topf, schmeißt du alles einfach rein, dann nimmst du ein bisschen Zitronensaft, damit das ganze Zeug nicht braun wird, schüttelst es. Schüttelst. Ja, da merkt man, wie scheiße das Fernsehprogramm ist, wenn man uns zusieht. Ey, wir sind interessanter wie, das fucking Dschungelcamp-Scheißdreck. Wir sind weder jung, noch mittellos, noch schwanger. Ja. Ja? Ja. Wir sind wahre Assi-TV. Wir wollten übrigens, wie wir angefangen haben mit YouTube-Zeug vor 5-6 Jahren. Assi-TV, ja. Okay. Wir wollten, wir wollten... Was wollten wir? Die Couch-Critics wollten wir zuerst Assi-Gaming nennen. Ja. Echt das noch? Kann sein, ja. Assi-TV. Normales Fernsehen braucht keine Sau, mehr habe Assi-TV, ja. Ich finde dieses Assi-TV-Video, wo es über Vegetarier geht, das könnte ein Gespräch sein zwischen uns und einer Party, wenn wir besoffen sind und nämlich fern zu babbeln. Das ist 1:1 sind wir das. Das Problem, Leute, ist, wenn Renten oder ich mal besoffen sind, dann meistens ist es nur einer, weil irgendeiner fahren muss. Ja. Also es ist selten, dass wir zusammen besoffen sind. Das ist eigentlich, da geht der Welt was Wichtiges verloren, finde ich. Kannst du mal das Nachtlicht fragen, wenn ich meinen 30. feiere, ob sie die Kurzstreckfahrer denn? Das Fenster ist auf. Der Rant war's. Ich war's. Glaub mal, die wissen, wie ich tue. So, das ist sich so noch im Essekammerrülpse. Nicht, wenn einer neben Tro sitzt. Geht ein Licht das auch, was man kennt. Duschen mir etwa noch Spioniere? Ja. Du musst doch gucken, mit wem du schreibst. Mit dem Bio, mit dem Nobi, mit dem Mark, mit dem Kyle, mit dem Captain German X, mit dem Solid Andy, mit dem nochmal mit dem Bio, Servus. Mit dem Kyle, mit dem Nobi, mit dem Mark, mit dem Jack. Sorry, Mann. Sorry. Mit alle. Ich, mit dem Game. Im Game. Mit alle. Und alles bei Pictures. Aber du bist mein Hauptqueen. Hier bloß ich zu gerne in der Arsch. Ich glaube, ich werde einen Kaffee trinken. Mit Milch. Mit Milch? Ja, und dann noch fertig. Soll ich dann einen halben machen? Mach mal einen halben. Nee, ich kann leider nicht herfahren und besoffen soll, weil ich hier nicht pennen kann. Ich habe Verpflichtungen. Doch, du kannst. Achso. Die Welt braucht mich. Ja. Die Welt. Welt fürs Brot. Und ich gucke gerade auf der Ältere. Hä? Ach, die steht jetzt alle zwei von hinten. Ach, ajo. Alle zwei, die ist durchgenommen. Bild von Mama und von Papa. Ja. Das ist meine Mama und mein Papa. Das Geile ist, mit dem Renton, seinem Vater, bin ich genauso schwul wie mit ihm. Ja. Zieht sich durch die ganze Family. Wie eine Krankheit? Das ist wie eine Krankheit. Das ist eine ganze Family, ist eine Krankheit. Ja,
Siehst du, solid, Andi, siehst du, du hast kein System, die Dinge einzuräumen, die Spülmaschine. Sag mal, Frage einmal. Doch, ich hab System. Das ist doch besser, dich. Er hat gesagt, du kannst es nicht. Der hat gesagt, du kannst es nicht, du hast nicht drauf mit der Spülmaschine. Ich hab's genau gelesen. Junge, wenn Anna die scheiß Spülmaschine richtig einrahmt, so dass alles neu geht und trotzdem sauber wird, dann ist es deine Mutter. Ja. Was? Ja. Mutter, kann ich mal kurz vorbeikommen? Ich hab dreckig Kerl. Was macht man da mit? Wie funktioniert das? Wie geht das? Aber jedes Mal, wenn ich die Spülmaschine einrahme, kommt Nachtlicht und tut es komplett. Und dann kommt ich neu, findet man es besser. Aber bloß nichts sage. Ruhig bleiben. Ruhig Brauner. Das Erfolgskonzept. Ruhig Brauner. Ruhig. Ruhig bleiben. Ja. Du machst mich der Wesen, sag ich mir auf den Arsch. Hast du das Neujahrsvideo gesehen mit dem Grizzly? Das Screaming Grizzly? Ja. Leute, geht auf den Channel später. Und das Video ist gehighlighted. Das müsstet ihr sofort auch sehen. Das ist das Screaming Grizzly. Das ist das geilste Neujahrsvideo, was ich... Das? Wenn du ein Foto erscheint, hat er dann ein Foto. Kann man da im Chat ein Foto schicken? Ich glaube nicht. Schreib jetzt auch noch was. Was ist denn hier los? Streamt der Idiot schon wieder? Gar nicht. Fit. Voll fit oder halb fit? Habe ich geschrieben. Also Ravenkin schreibt, sind die so sexy und gar fit. Was willst denn du? Was willst du? Halb fit oder voll fit? Milch. Ich will voll fit. Voll fit? Und ein bisschen Zucker. Aber da ist ja gar nicht mehr schwarz und lecker, aber das macht mir nichts. Zucker? Schon ganz schwierig. Ja. Ich hab... Da hinten ist Zucker, aber ich weiß nicht, ob der schon verklumpt ist. Die gucken noch immer so. Ja, ihr guckt immer noch zu. Gucken die immer. Wie viel sind, seht man da, wie viel drin sind? Da oben links bei uns. Oben links? 8 Leute gucken da. Das ist ja fast ein Marathon. Ein Marathon. Leute, jeder, wo hier zuguckt, soll einfach mal hey schreiben. Dass alle hey. Aber, hey. Hey. Du könntest mal eigentlich die Babys noch neu kippen, oder? Hey. Hey. Alles darf er, aber an Baileys darf er nicht. Nee, an meiner Haut lasse ich nur Baileys und Zähne. Drinkiq.com, verstehe ich nicht. Schwangere sollen es nur saufen, wenn sie einen Querstrich über den Bauch haben. Ja. Du musst dein Auto mit einem Strich lackieren, damit Autofahrer darfst beim Saufen. Also ich fahre immer Auto beim Saufen. Endlöffel. So. Rüst nach um. Nee, das musst du schon selber machen. Wir sind hier nicht in Hotel, Mama. Stehe ich mal die Bäge da gerade? Ach, der Jack ist da! Der Jack? Vor der Küche. Jack, wir haben jetzt gegessen. Kommt der Jack, das jetzt mal nach vorne gucken? Ja, spätestens am Freitag. Ja, oder jetzt auch nochmal? Ja, der kann, soll zurückspulen können. Ja, Jack, du kannst zurückspulen. Mit der URL kann man es später sowieso gucken, noch vor Freitag. Ne, wenn ihr die URL habt, speichert euch die ab, wenn ihr es nochmal gucken wollt. Speichert euch die URL. Dann könnt ihr es gucken. Ist gut? Was ist gut? Gut, Kaffee, gut. Gute Kaffee, dann. Ich werde die ganze Nacht mit Stoff kennen. Kochen wir mit. Ist das nicht Jay in Renton sein Kisch? Jetzt hockst du doch auf den Arsch, die Leute warten auf dich! Schrei nicht so. Hock dich doch auf den Arsch, Lass mich gerade noch die Spülmaschine ab, oder? Die Leute kriegen das immer mit, wenn ich hier bin. Die ganzen Nachbarn wissen immer genau, Mittwoch ist wieder da. Ist er wieder da. Ey, du kriegst dir alles laut und schreist, ne? Ja. Geh mal hin. Und guck dir auf dem Channel von letzter oder vorletzter Woche das Beste aus Uncharted 4 Crushing Part 7 an. Das war ein 3 Stunden Stream, den ich schon 15 Minuten runtergeschnitten habe. Und nur die Stelle, wo mehr Sterben drin sind, und der Andi hier auch dann ausrastet. Echt? Der hat geschrien wie noch was. Der wird so wütend. Das ist, weil er auf meinem Stuhl hockt. Ja, der wird so böse. Ja, und der Witz ist, die Woche drauf habe ich gesagt, komm, ich probiere es jetzt mal. Da hat er gesagt, nee, ich sehe es nicht ein, dass ich dort 3 Stunden hocke und es nicht hinkrieg und du spielst und schaffst es jetzt. Sind die alles schwul, du machst ja alles durchschreiben. So, Jack, wir haben dich vermisst und wir haben euch lieb.
Denken ihr, mir verarschen euch nicht, oder was? Ja. Wenn so 8 komische da gucken, wie sind es noch? Es sind noch immer 8. Das Leben ist geil. Eine Hure und wir sind die Zuhälter. Mach mal Disco. Jo, keine Ahnung. Viel da aus. Vielleicht hätten es die Leute auch lieber, wenn ich ein bisschen wie so ein so, Dog. Ein guter Spanier. Warte mal, soll ich Spanier machen? Mach Spanier. Das ist schon off. Das ist schon off? Ja, bist du schon bereit? Das geht gar nicht, oder? Mit Haare? Nee, das sieht nicht aus wie ein Spanier. Ich kann kein Spanier machen. Oh, gut. Leute, kannst vielleicht einen Cocker-Spaniel machen, ne? Mit dem, was ausgemacht war. Kyle, Nobi, Jack. Kommt um Viertel vor 8 in Discord, dass ich testen kann, ob der Raum funktioniert, dass das läuft. Gucken wir mal. Aber ich komme ja eh gleich rein, dann befummeln wir uns wieder. Und ach, schön. Hey, wir haben super gegessen. Jetzt trinken wir super Kaffee. Super satt, super toll. Ja, gut. Und sonst? Sonst alles gut. Der Raven muss einen auf Hardrocker machen. Und mit seinem Kopfbild nicken. Hast du schon mal so ein Headbanger gehört? Das heißt Headbanger. Mit seinem Kopfbild nicken. Irgendein Metal-Artist hat die Woche. Sänger von Iron Maiden. Von Iron Maiden hat gesagt, Headbanger ist nicht so gut. Ist ungesund. Ich mach's auch nicht, weil ich habe immer Probleme mit dem Nacken noch. Der Jonathan Davis ist einmal umgekippt und hat dann. Wurde festgestellt, dass er zu wenig Sauerstoff kriegt, weil er auf der Bühne immer zu arg. Und dann musste er bei dem Ende von den 6 Korn-Konzerte, wo ich war, musste er alles hin raus und musste beatmen. Das war direkt noch dem Ding. Da wurde dann die Tour fast abgesagt. Aber da hat er dann auch nicht mehr gebankt oder nur durchgestanden. Oder hat dann auch gesagt, so, ey Leute, was muss ja auch nicht sein. Ja. Korn war super. Langzeitschäden. Ist doof. Ich bin kein schwule Fischbeier. Ich habe Schlagzeug früher gespielt in mehrere Bands. Du hast ein Schleudertrauma. Ach stimmt, du hast erzählt bei deinem Unfall. Ja. Also ich muss nicht nur Hardrocker machen. Captain, ja, ich hole Monster Hunter, aber ich hol's leider für die PS4. Was habe ich jetzt schon Kopf? Weil ich genickt habe. Ja, und weil du den Kaffee extra hast. Boah, leck mich am Arsch. Ich krieg immer so Herzrasen. Wie kann man so schnell Kaffee trinken? Nora hockt schon im Auto. Ich trinke normalerweise kein Kaffee. Ja, pass auf, Captain. Ich hole Monster Hunter für die PS4, weil ich einem Kumpel helfen muss. Monsterschänder. Ich helfe dem Herr Awardian, weil der Lösung schreibt für das Spiel. Und da habe ich gesagt, pass auf, ich helfe da. So als Leute, wo jetzt 8 Leute da sind, und das ist schon fast die Hälfte, immer gucken. Abonniert folgende Person. Andy Awardian. Das schreibt man mit Y und dann Awardian wie den Preis auf Englisch. Mit Ihren. Der müsste in der Liste bei Ihnen mit dabei sein. Dieser Mensch hat die größte Spielsammlung in Europa zumindest. Ja. So, und der macht auch super Videos, ja. Der geht ab auf, der hat alles, also der Typ ist so geil. Hat er diese Top 365 Spiele? Der Top 365, der macht Musik, macht damit, der schreibt für GameStar und für namhafte Sachen schreibt er. Der kann ein paar Abos gebrauchen, bitte macht, wenn er es könnt, auch ein bisschen Werbung, weil der Typ ist von Anfang an dabei. Ja. Super Kerl, ist ein persönlicher Freund von uns, ja. Gruß. Und, der wird sich asozial freuen, wenn ihr den mal ein bisschen abonniert. Der hat geile Sachen, von denen mal, nicht mal er und ich was weiß. Und der kennt auch einen Haufen Leute und super interessant, ein toller Kerl. Immer auch mal Werbung gemacht. Der Kyle spielt Monster Hunter mit, alles klar, der Nemo ist auch dabei. Monster Hunter! Ja, nur mit Y. Ich glaube, ich habe ihn auf dem Channel verlinkt. Wenn einer den Channel irgendwie schon drin hat, oder so, könnt dann gerade eine Chatstelle. Wenn nicht, schreibe ich es drunter. Ja. Ich glaube, der hat um die 18.000, 19.000 Spiele mittlerweile. So. Und das ist ungelogen. Und Filme hat auch über 4.000 Stück. Der Kerl, der macht, der tut so die Oscars als Auseinandernehmer. Das ist der Hammer, wenn der schreibt. Also gucken euch ja, auch, hundertprozentig. Ja. Macht das gute Artikel auf seiner Seite und gute Podcasts und sowas. Gute Mann. Das kann auch mal sein, wenn ihr irgendein Spiel habt und ihr guckt euch die Komplettlösung. Oh, guckt mal, was unten steht. Wenn du an Andreas A. steht, dann ist er's. Wenn Unne am Schluss Ende steht, dann war er's. Und es ist oft, ich habe immer. So, dass das Ende steht. Das war bei. Wie ist das Spiel nochmal? Die ältere Spiele da, wo jetzt neu aufgelegt worden sind, mit dem König, wo erstmal. Wie ist das nochmal? King's Quest, Mann. Ja. King's Quest, ich habe Lösung gesucht, die am meisten geklickte Lösung war seine. Ich lese die durch, bin am Schluss. Ah ja. Ah ja. Mann, ja. Hammer. Jetzt will ich es nämlich spielen. Nee. Ist Monster Hunter auch schon Plus-Account? Ja. Brauchst du für alles, was online spielt, willst du einen Plus-Account? Ich glaube,
echt für Mass Effect 8, weil da gibt es 8 so eine Mission. Online. Ich denke schon, wenn es online ist, ja. Ja. Leute, wir brauchen noch Wasser. Wie viel spät hämmern? 19.02 Uhr, dann ist an der Stelle einmal ein Tschüss, ne? Weil ich gehe jetzt noch wahrscheinlich duschen, mach die Küche sauber. Aber nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Und dann treffen wir uns im Discord, ne? Und. Kann so, dass ich nicht komme. Bestes King's Quest. King's Quest 8 habe ich noch nicht gespielt. Ja, King's Quest ist cool. Peace. Ich habe ehrlich gesagt nur das neue King's Quest gespielt. Leute, wir müssen jetzt an der Stelle leider Schluss machen. Nochmal Lob an euch, dass ihr euch den Scheiß... Ja, danke, das ist der Hammer, das ist absolut... Super, ja. War geil, oder? Ja, war gut, ich habe einen Ständer gehabt. Und ich wie gesagt, mit Liebe gekocht. Am Freitag kommt der Stream offiziell online und können dann gucken, ich mache noch ein geiles Thumbnail, wo ich unsere Köpfe... keine Ahnung. Hey, warte ein bisschen. Hey. Du ziehst mich schon mit deiner Blicke aus. Ja, wir kennen gleich, warte, bis die Kamera aus ja, ist. Ja. Und wir sehen uns dann noch hin. Ne? Um 8 Uhr rum gibt es noch einen Stream, wo ich ein bisschen rumbabbel mit 3 Kandidaten. Hey, könnt ihr auch reinhören. Danke an euch, Kai. Nichts, danke an uns. Ja, danke an euch. Wir haben nur gefressen. Ne? Wir hätten nur den Mann. Scheiß gemacht, den wir eh gemacht hätten. Nur hätten wir die Kamera dabei auch gemacht. Ja, alle. Ja. Und halt blöd gebabbelt, ne? Ja. Wasche. Und wir haben fast eineinhalb Stunden voll. Fast. Fast. Und dort auf uns sind die ersten 10 Minuten nur steht die Kamera. Siehst gut aus. Ne? Siehst gut aus. Oh. Kann man das so los? Ne? Sieht man, dass ich geil bin? Und wieder merkt man, wir können wieder nicht aufhören. Ne, man kann nicht aufhören. Leute, oh, nehmen Sie doch mit in die Dusche. Leute, Heinz Ketchup. Ja, Karlstadt. Dort damit creme ich mich jeden Morgen ein. Für eine reine Haut. Deswegen hat er immer so einen bunten Penis. Ja. Deswegen ist der so rot. Ja. Ich bin nun mal, ich habe mir, wie alt war ich denn da, 15, 16, und da habe ich es immer geil gefunden, wenn ich mir Wiener. Ja, stimmt. Wenn ich mir Wiener. Ja, Herr Schmidt-Pablo, wir wissen alle, was du gemacht hast. Wenn ich mir Wiener in der Arsch stecke. Ich habe es da oben, ich habe mir eine Schüssel mit Ketchup. Ich habe mir eine Schüssel mit Ketchup gemacht, habe eine Packung Wiener im Bett gehabt und habe die oben gefressen. Oh, Scheiße. Und dort dabei bin ich eingeschlafen. Ich bin dann, während ich gegessen habe, eingeschlafen. Kann sein, dass ich besoffen war oder sowas. Ach, das war bloß einmal. Ja. Und ich wach auf und hab auf einmal merke ich, oh, scheiße. Oh Gott, alles rot. Und ich so, oh, wo tut's weh, wo tut's weh? Wie riecht denn das? Ah, Ketchup. Und das Erste, was ich mache, hab mir noch einen Wiener genommen. Und dann bin ich Scheiße. Aufgestanden und hab... Das Sau mich. Und dann hallo, servus. Ja, ein bisschen zu spät. Ja, ich spul zurück. Spul zurück, wir sind jetzt gleich vorbei. Ja. Und gib uns bitte zurückspulen auch mit deiner Videothek ab. Ja, Leute, vergesst nicht, spult uns zurück und gebt uns ab. Das, ja. Das kostet Gebühren. Das kostet Geld. Strafgebühren. Ja. Es gibt Leute, die haben auf ihre DVD-Sammlung, auf die DVDs, den Aufkleber von alten Videotheken draufgeklebt. Bitte zurückspulen und abgeben. Ja, ja. Finde ich gut. Find ich gut. Super. Das ist so scheiße, dass wir da witzig sind. Ja. Ja. Und wir babbeln auch immer. Ja. Wir kennen es nicht, losse. Nee. Wie ist ewig gebabbelt. Ich spule euch mit. Bommelcheck, ne? Ja. Es spimmelt und dann bommelt's. Ne? Kann ich mal Lied spielen auf deiner geile von Bummel? Der Hose Bommel. Die Hose Bommel. Ach, ajo. Ach ja, ne? Ja. So jung, komm mal nicht mit zusammen. So jung. Ja. Ne? Komm mal nicht mit. Ne. Oh, ich hab Nackenschmerzen seit Wetter. Kannst du mich bestimmt machen? Ja, küss mir den Nacken. Ich leg dann drauf. Ich mach da Wärmekissen. Oh, da hinten schmeckst du auch noch Ketchup. Das ist noch von damals, wo ich 15, 16 war. Ich war auch schon mit 15 Leute, war ich schon in der Kneipe unterwegs. Ne, ja, ich auch. Das war auch kein Problem. Hast du alles gekriegt? Das war auch kein. Ich bin ans Bahnhofskiosk. Und hab gesagt, ich will eine Schachtel Zigarette. Und dann sagt die, wie alt sind sie? Hab ich gesagt, 14. Ja, okay. Na ja, hast du denn mal gelogen? Nee. Nicht einmal gelogen. Noch das macht alles nichts. Rede mal nicht mal drüber. Ja, diese Ähnliche, wo noch rettest bist du. Ja. Du bist unser kleines Geheimnis. Ja. Du hast so klar eigentlich, ne? Unser kleines Schwarzes. Das offene Geheimnis. Du bist unser kleiner gemeinsamer Zähler, Kleinstoff. Ja. Nenner. Um es auf den Nenner zu bringen. Tyler. Tyler. Hey, Tyler. Wer ist denn? Guckt ihr immer noch zu? Guckt ihr, wie viel sind sie noch? Hey, Tyler. Das ist sogar einer dazu. Neune. Neun Stück. Wir pappeln eigentlich gerade um nix.
nicht mal um den heißen Brei, das ist ja alles schon gestern. Wir babbeln nicht mal um den heißen Brei. Leute, ganz kurz, bevor wir gehen, wart ihr mit der Qualität zufrieden? Weil das war jetzt alles vom Handy aus gestreamt. War das in Ordnung? War das Bild okay? War das Sound okay? Gibt es irgendwas auszusetzen? Okay, dumme Kommentare über unser hässliches Gesicht. Ich meine, wir haben eine halbe Stunde lang haben wir nur einen Top gefilmt und dabei gebabbelt. Ja. Ist das so? Genauso gut, wie wenn wir uns filmen. Ja, ist genauso sinnvoll. War das okay für euch? Qualität in Ordnung? Ja. Quali war okay, meiner Meinung. Wir hätten sogar noch Tschüss gesagt, gell? Wann war das letzte Tschüss? Ich kann mal in den Chat gucken. Die Leute haben Tschüss gesagt. Tschüss, gell? 19 Uhr, vor 4 Minuten. Tonbild war gut, super. Deine Qualität ist immer zufrieden. Offline. Check. Um 55 Zoll Fernseher, das ist schon ganz Pickel. Doch schon etwas, okay. Wurde alles doch. Quali okay. Etwas rauschend. Berauschend. Ja gut, das Problem ist, das ist von der Kamera jetzt die Frontkamera, damit ich gleichzeitig sehe, was wird überhaupt gefilmt. Ihr seid an der Front. Und die Frontkamera kann, glaube ich, auch nur 720p oder was, also ist jetzt nichts. Ich weiß, das Handy fast. Ja, scheiß Drecks. Wir können ja auch mal mit beim Streamen, da musst du dich bei mir anmelden. Streamer! Ja, eigentlich ist es Streamer, du. Eigentlich ist es scheißegal. Das ist scheiße. Scheißegal. Schenner werden wir auch nicht. Apple, guck mal. Oder Apple. Apple White. Und das war, also, hat er schon an Naya mit dabei gehabt. Das ist ein von seiner Mutter. Die Mutter hat Kaffeeschnaps. Ein Kaffeeschnaps. Katz gekratzt? Ja, doch. Eieieiei. Ajo, die war an der Pflanze. Also einfach nur runterher wollen. Rennt das beim Fingern oder geht es? Ja, gut. Wenn ich im Arsch habe, also bei mir. Ja, gut. Ich merke nichts, wenn ich mich finger. Gut. Außer halt. Ach ja. Haben wir schon Tschüss gesagt eigentlich? Ich glaube nicht. Ja, haben wir eigentlich schon gekocht? Willkommen beim Kochstudio. Jetzt geht's los. Ja, Kaffeeschnaps, der ist übel. Also du trinkst einen Schluck, bist halb arg getrunken und kannst die Nacht nicht mehr schlafen. Ihr Dummbabler. Halt der Gosch! Leichtes Rauschen. So, okay. Sag mal, wir müssen Jack aber noch die Frikadelle zeigen. Ich sehe das immer. Jack, hast du die Frikadelle schon gesehen? Lass mal noch zeigen. Oh, eine Frikadelle. Guck. Sieht aus wie ein Mini-Kuhflade. Das sind die Frikadellchen. Lecker, ne? Sieht aus wie Cookies im Stream. Ja, Cookies. Cookies, Fleischcookies. Fleischcookies. Oh, zeig mir deinen Fleischcookie. Eine Fleischcookie. 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 Ach, und ja. Ich zeige Jack noch meinen Rice. Oh, Jack, ich tue mich jetzt entspannen. Moment. Jack, guck, das ist der Gemüse-Rice. Und zwar war das Rice im Top und dann einfach Buttergemüse drauf geklatscht und ab geht's. The Bibbidi Rice, yeah! Bibbidi Rice, yeah, yeah! Riecht ganz gut, aber schmeckt wie Scheiße. Scheiße, gute Stinkerkäse. Bibbidi Bibbidi Gemüse-Rice. Ach ja. Ja. Hier in der Küche-Lounge. Ja. Bis um halb kam ich noch, also ein Jahr. So, noch so am Arbeitstag. Hm? Ist das für dich eigentlich Arbeit, was wir machen? Nein. Hm? Pass auf. Oh. Okay, ich bin gefeuert. Das war's. Nee, es ist nicht einfach. Es ist schon... Mit mir? Nee, alles gut. Alles gut. Aber... Du merkst halt schon, gerade wenn du wo ich die Let's Plays noch gemacht habe und so, das war wirklich jede freie Minute was geschnitten, was gemacht, Texte gemacht, an der Website rumgebastelt und jede freie Minute reingesteckt. Jetzt ist es so, ich habe gedacht, ah, ich kann jo jetzt streamen, ist weniger Arbeit, ist jo weniger. Und früher war es jo jeden Tag ungefähr ein Video von Montag bis Freitag von 15 bis 20 Minuten. Mittlerweile sind es jeden Tag Streams von 1 bis 2 Stunden. Wenn man uns wahrscheinlich. Aber ich muss nämlich schneiden. Aber vor Jahren, das war schon vor 11 Jahren, habe ich mal so über den Daumen ausgerechnet, wie lange wir uns am Stück gucken könnten. Das waren 2 Monate. Das dürfte sich verdoppelt haben, locker. Ja. Also, ihr könnt uns das ganze Jahr lang gucken. Wir werden nicht älter, ist das nicht geil? Ja. Man muss auch nicht jeden Tag. Es ist ja selbst eure Entscheidung. Ab und zu war nach Tage dabei, wo ich gesagt habe: Hey Leute, heute nicht. Ich will mich ein bisschen ausruhen oder was. Und dann ist ja auch Kenner böse. Ja? Kenner von der Abonnente von uns sind ja alle geil drauf. Kenner wird sagen: jetzt kommt heute nichts. Arschloch. Da heißt es mal: Hey, schade. Arschloch, hab mich drauf gefreut. Aber im Endeffekt macht man sich selber einen Druck. Ich will jeden Tag was machen, ich will jeden Tag streamen. Ich will aktuell bleiben, ich will, dass die Leute Spaß haben.
Und im Endeffekt nehmen sie das nicht base, wenn es nicht marodisch. Wenn du nur einmal die Woche was machst, daten sie sich acht drüber freien, daten sie acht. Muss man euch den acht gerne mehr machen, mehr Videos und so. Ja, und es ist doch trotzdem in Ordnung. Es ist doch alles super. Und im Moment ist es halt so, dass ich ja dienstags was mit Andi mache, mittwochs mit dir und donnerstags mit Mick. Ne? Und das ist nicht so anstrengend, wie wenn ich es allein mache. Das ist immer, weil du halt dich mit Freunden unterhältst. Du unterhältst dich vorher dabei, das ist alles viel gemütlicher. Das macht dann nur mit dir. Nur mit dir. Achso. Nee. Die anderen dürfen nur gucken, aber nicht berühren. Mhm. Das ist mir wichtig. Und dann, ja. Ja, Retro-Freitag gibt es die Woche zum Beispiel auch. 10. Das sind 10. Wir können. Mach weiter, das bringt Abos. Mach weiter, schnell. Wir können nur einmal die Woche zusammen was machen, der Raven King und ich, also aufnehmen. Und dann gehen wir entweder spazieren, wenn wir mal ein bisschen Luft haben. Hat gereimt. Die geile Glocken von der YouTube-Bitch gibt mir immer Bescheid, wenn der Renten baut. Das reicht. Das reicht. Das war doch gereimt. Deswegen stimmt's auch. Das ist ja das. Nee, also es ist schon Arbeit, aber es ist schöne Arbeit. Es ist auch, wenn es mich kaputt machen würde oder wenn ich keinen Spaß dabei hätte oder wenn ihr nicht so geil drauf wärt, dann würde ich das auch nicht machen. Dann würde ich mit dem Raven King einmal die Woche was machen und hätte auf alles andere keinen Bock mehr. Ich bin nur fix. Ja. Nee. Wenn mir Pornos dreht, den. Alno Küche. Keine Ahnung. Jack, die Küche war hier schon drin und ich habe die abgekauft. Die Mongo-Küche. Mongo-Küche, ja. Von Mongos kreiert, von Mongos inspiriert. Ich kann das. Kochen. Ja, das ist schon eine coole Küche. Ist in Ordnung. Ist gut, ne? Ist rot. Ich habe für die Küche, ich glaube, 400 oder 500 Euro noch bezahlt. Ja, noch tickt. Nee, bezahlt. Ja, noch bezahlt. Und es war halt alles drin, das war in Ordnung. Geht schon deine Küche vermieden? Für, sagen wir mal, dreiköpfige Familie, die alles herkommt und kocht? Damit es der Hände dreckig ist. Damit man der Hände klappt. Das wäre doch die Lücke, oder? Wir vermieten einfach Sachen, die wir haben. Echt? Andere vermieten Garage, aber keiner vermietet Küche. Warum vermietet keiner eine Küche? Wenn du mal, die kann ich ja fertig mitkochen, machst du 10 Euro billiger im Monat. Ja, eben. Steht Küche für professioneller Küchevermieter. Oder du doch deine Wohnung für Pornos zur Verfügung stellst. Ja? Oh. Wische müssen sie dann halt selbst. Ja. Ja, komm. Oder? Die Marktlücke. Die Zahnlücke. Alno aus den 70ern. Ne, die ist neuer wie 70er. Die dürfte aus den 90er oder Anfang 2000 sein. Die sieht aber relativ alt aus, aber erfüllt ihren Zweck. Da hinten habe ich einen roten Kühlschrank. Da ist momentan nur Bier drin, weil ich habe einen zweiten Kühlschrank, weil das Gefrierfach da ist noch mehr Bier drin. Dort gerade Tiefkühlpizza reingepasst. Und den Kühlschrank wollen wir noch rausholen. Wenn die Frau Schrapneller herzieht, wollen wir den rausholen. Und Regale neu machen. Und dann die Wohnung für Pornos vermieten. Ihr könnt diesen Schrank, wenn er ausgerahmt ist, für Pornos mieten. Aber nur der Schrank. Na jo. Und auch nicht Pornos auch nur mit dem Schrank. Oh. Ach Gott, das war die Spülmaschine. Nicht richtig eingeräumt, ne? Ja, geh mal duschen, Kai. Mach dich sauber. Ich überprüfe das später. Ja. Zähne. Seitdem wir nicht mehr kochen und dumm babbeln, sind 2 Abonnenten der Zukunft rausgeguckt. Ja, hallo. Oder 2 Leid. Wer ist denn überhaupt noch da? 10. 10? Hallo. Hi, 10. 10. Guten Tag. Komm, die 100 Minuten machen wir noch voll. Echt? Ja. Das sind noch 30 Sekunden. Ach. Ich weiß nicht mehr, was. Tschüss. Ich hab keine Ahnung. Vorstellen, ihr könnt uns eine Frage stellen noch. 10 Minuten Frage. Habt ihr noch eine Frage? Habt ihr Fragen? Ich. Nach dem Vortrag irgendwelche Fragen noch, die ihr stellen wollt? Habt ihr noch Fragen? Im Video selbst wird der Chat nicht angezeigt, ne? Wahrscheinlich. Also kriegt ihr später nicht zu sehen, was da geschrieben wird, aber. Ja, kann man auch fest Arme spenden auf dem Video. Stimmt, ja. Aber es ist halt schon alles mit mir voll, ne? Mit meinem. Nee, können wir leider nicht, Marc. Können wir nicht. Der Raven King hat ihn nicht gesehen. Er wartet auf die Blu-ray. Was? Nee. Im nächsten Stream könnten wir was Star Wars retten. Geht nicht. Nein. Geht leider nicht. Nein. Ich komme persönlich zu euch heim, wenn ihr drüber redet. Wein. Ja. Mach die Tür. Wenn du von mir kurz das Fazit hören willst. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut. Aber es waren sehr, sehr viele saudumme Stellen drin. Ja. War trotzdem ein guter Film. Okay. Ich noch was rappen und nicht du Beatboxen.
immer, wenn ich frage, ob ich Beatbox. Aber dass Jar Jar Binks stirbt, finde ich scheiße. Nee, Quatsch. Das wäre gut. Ja, das wäre gut. Der ist doch ein Sith Lord. Ein Sith Lord? Das versifft. Sith Lord. Ja, ja. Gibt der Beweis? Nein, sie hat betrunken. Denkst du, der Helmut war ein Sith? Oder er. Der war. Oder waren die Jedi? Ein zitzlicher Sith. Alter, das ist ja ein zitzlicher Sith. Ein zitzlicher Sith. Ich kann. Ich hab's schon mal gesagt. Die hätte jede Wurst. Egal wie sehr ich mich anstrenge, ich kann nicht so fett klingen wie du. Ich kann nur schwabbeln. Das kannst du aber gut. Schwabbeln kann ich gut. Hey Leute, schwabbeln. Das geht. Aber richtig der Helmut machen, das geht. Du Schmerz. Nee, du und der. Ja, da kannst du halt nicht so. Das ist für Maulbänger. Die Jodli. Die Jodli, ja. Ach, die Jodli war schön. Das Star Wars Episode 1 Let's Play, das war so geil, vor allem weil ich halt nur die Highlights in jedem Part zusammengeschnitten habe und ich habe für jeden Part auch wirklich eine Woche gebraucht, um das zu schneiden. Das war, oh, das war geil. Das war geil. Das Coole war, wir haben früher als Videos gemacht und dann hat der Raven King gesagt, ah, wann ist es denn fertig? Und dann habe ich gesagt, ja, komm, gib mir mal so 3 Tage. 5 Stunden später, ich hab's fertig gemacht, nachts um 12, ich hab's heute noch fertig gemacht. Und ich konnte ja nicht abwarten, ich hab dann nachts und nachts halt schön geguckt. Geil, geil. Ja, ich rauch noch hin. Das ist die Selbstgeilheit. Selbstgeil. Wir sind also selbstgeil. Wir kennen auch Selbstgeil. Können heute mal Helmut ausprobieren, ja. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich in den Chat kommen kann, weil A, wenn ich im Büro bin, ist Nevetro das Raven-Kind und wenn die aufwacht wieder. Das Raven-Kind. Und im Wohnzimmer. Aber wenn du der Raven King bist, bist du kein Rabefall. Das muss man mal so festhalten. Ich muss beleidigen. Ja, tut mir leid. Es ist halt einfach so. Mein Gott. Ich guck, dass ich alles falsch machen kann, was geht, und du sagst mir jetzt sowas. Gott. Ja, gut. Ich hab gedacht, unter Freunde kann man auch ehrlich sein. Furchtbarer Freund. Also wirklich ein furchtbarer Freund. Ich hoffe, der Hans Dieter hat dich auch sein. Der Hans Dieter auch sein. Ich hab das ja irgendwann entdeckt, ich hab das sogar vergessen. Ja, du hast einfach. Ich hab's auch früher schon gemacht, aber kein schwarzer Zug gehört. Eine dicke, fette Überraschung. Du bist Busch. Ja? Wenn der in Hessen ist, das ist ja mein Nullen. Ja, Hessen heißt es. Der Nullen Busch. Ja. Und dann muss ich immer gucken, der Helmut. Weil Busch ist mein echter Vorname. Die echte Vorhaben. Weil der Helmut ist ja der Big Daddy und er ist mein Agent. Immer wenn er im Hesseland ist, und dann muss ich immer in Briefe, was geht. Mhm. Ja. Busch. Und ein Gott, war das eine dicke, fette Nackte überrascht, glaube ich. Ich probiere das mal. Ja, wegen Minecraft noch, habe ich auch schon Ronny gesagt, ja, schickt doch mal was zurück. Wenn jemand Minecraft spielt, macht ein Video, ich gucke mal so und sag euch, wie kacke ihr seid. Ja. Nee, wie viel besser ihr seid, ich. Wir machen dann einen eigenen Blog auf. Ich bin besser wie ihr.com. Und dann schreibt man rein, was ihr alles scheiße macht. Und ich ziehe so Pimp-Ding auf und alles. Und mache so einen Minecraft-Blog irgendwie so als Cat. Nee, würde mich schon interessieren. Ihr könnt auch die Stadt in den Luft springen, das will der Renten immer sehr. Nee, wir haben einmal einen Turm gemacht, jetzt bin ich befriedigt. Ich habe ein Video gemacht mit der Frau Schrapnella und mit dem Andi zusammen. Verabscheuch dich, mach's gut. Wo ein riesen Turm beim Raven King voll mit TNT gesetzt wird. Mhm. Und dann haben wir in die Luft gesprengt. Und ich habe gleichzeitig Where Is My Mind Love Lost von The Pixies. Und doch Pixies waren es, oder? Doch, Pixies. Und dass man die Szenen von Fight Club hochstellt, während das Ding einstürzt. Und ich habe dem Raven King versprochen, ich lade es hoch, aber ich werde es niemals online schalten, weil es sein Meisterwerk ist. Und das Video gibt's auf dem Kanal, aber es wird nie live geschaltet. War gemein sowas. Aber mit der Musik nicht raus, gut gepasst. Mein Gut heißt Heißler. Bad Dürkheim. Bad Dürkheim. Ach, mein gutes Wasser. Das Essen noch einpacken, gell? So, 9. Wir gucken noch immer rein. Gucken wir uns nebenher oder ist das jetzt intensiv? Gucke. Suchtmeister Jack, Suchtmeister Jack. Ja, danke, dass ihr immer guckt, gell? Danke, 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 danke. Ihr seid echt der Wahnsinn. Ich glaube, die meisten sind einfach schon eugepennt, deswegen sind es noch. Das kann sein, ja. So, ja, durch. Und weg sind sie. Ah, guck mal, das Nachtlicht kriegt jetzt noch was eugepackt. Ja. Alter, der Nobi guckt nur auf die Mattscheibe. Der guckt uns. Ich gucke euch morgens um schon um 5. Echt?
Ihr seid so krass. Ihr seid so krass. Wir sind ein geiler Haufen. Ah, yeah. Ich liebe es, dir auf den Arsch zu schlagen, während du meine Fresse aufpackst. Was? Ach, guck mal, ich bin schon fett. Boah, ich hab's vorhin gezeigt, ne? Ich hab's doch mit dem Bauch mal gehandelt. Ich weiß auch nicht, Fuß. Fett am Bauch, aber nicht am Ego. Ne? Nein, wir sind noch auf dem Hoden geblieben. Auf dem Hoden geblieben, ne? Er packt's auf. Guck mal, wie ist der Hausmutter? Ohne Scheiß, ich wollte gar nicht. Voll erfolgreich sei und mich dann voll verändere und so. Seid ihr dicker? Ah, jo, guck mal, pass mal auf. Normal. Normal. Ich. Ne? Ich. Normal. Ich. Und das war nicht der Schwanz. Ich weiß nicht, der Renten hat abgenommen. Der ist nicht dicker geworden. Ich hab's so genommen. Ich hab. War doch. Bisschen Bambe hab ich. Ein bisschen. Oh, jetzt bin ich aber. Ne? Ne. Das Kinderhilfswerk. Nicht das Kinderhilfswerk. Ja. Das Jake, was er meldet, okay, dir 5 Euro ins Kinderhilfswerk. Kinderhilfswerk? Mach nicht so viel. Du kannst doch auch noch essen davon. Ja, ich kotze gleich so geil. Ja, du kannst doch morgen mitnehmen auf die Erde oder so. Du bist wie wieder getuscht. Sagen wir mal los, Kerpaket. Okay. Gut, dass ich drück, kann ich das auch so. Ist das gut? Ja. Kann man das so? Geht das? Was gut? Wir machen es anders, ne? Gib mal Dutt. In der Palz heißt eine Tüte Dutt. Kennt ihr das? Also nicht der Haar-Dutt, sondern Dutt. Das sieht so dappig aus, dass mein Gesicht abgeschnitten ist. Dutt. Seid ihr noch immer da? Also das ist mein Rucksack. Den wenn ich einkaufe gehe, finde ich das so schön. Das ist mein Rucksack aus dem Decathlon. Decathlon sehr zu empfehlen. Wir haben unabhängig voneinander, unabhängig, haben wir die gleiche Klamotte schon gekauft in Decathlon. Super bequem, wenn man Sport machen wird, bestimmt auch funktionell. Und ja, nicht so. Und so. Den Rucksack, den habe ich mit lebenslanger Garantie aus dem Decathlon. 3 Uhr. Und die Schweine, ich hab den Zettel auf Kurve, wenn der irgendwann kaputt ist in 10 Jahren, geh ich in den Decathlon und hol mir eine neue. Ja. Das denken die gar nicht. Achso, mach mal das da neu. Ich hab auch noch einen Schal dabei, ich hab gedacht, es wird kalt, aber es war ja nicht so kalt. In der Küche? Dann machen wir das vorne neu. Die kriegen jetzt noch die ganze Scheiße. Soll ich, bis ich die Jacke habe, soll mal Ola so und dann geh ich? Ja. Soll ich dich in der Küche umarmen, fährt zum Tschüss sagen, die Leute sehen das? Ja. Wir umarmen uns immer, wenn wir uns sehen. Soll ich jetzt die Hutrosse runterlassen und du durch Jay loslegen? Ja. Okay. Also wie immer. Familienfreundlich. Zehn sind wieder zehn. Das war's. Leute, ihr seid doch durch, ey. Den ganzen Scheiß war gut. Ihr seid doch kaputt. Und die schreien alle. Hallo. Man kann nicht bald nochmal Schuh zeigen. Mit meinem was? Ach, mit dem Qualme, ja. Das sind meine Schuhe. Nikes. Ja, ein Tüt als Joint gibt's bei uns auch. Ein Tüt rauche. Ja, aber Tüt ist ein Dutt. Ein Dutt ist ein Tüt. Da holen wir was Neues, Dutt. Sag mal, Game, rauchst du Kiff oder was? Der raucht Kiff? Rauchst du Kiff? Ich? Ist ja ekelhaft. Bäh. Ah. Keine Drogen der Macht, ne? Ich bin eher gegen Drogen. Drogen, nein, Kief. Drogen, bös. Wir sehen die Leute aber mal, ja? So Leute, jetzt sag mal aber wirklich Tschüss. Ich umarme den Raven King jetzt noch einmal und dann war's das. Ne? Und um 8 Uhr geht's weiter. Um 8 Uhr. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr zu duschen. Nein, jetzt halber. Nee, das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Du sprichst. Ach, ich dusche heute oben um 10 Uhr nochmal schnell. Ach ja. Oder morgen, wissen wir noch nicht. Also, nachts ist jetzt schon dunkel, ne? Also kälter als. Nachts ist dunkel, kälter als überall. Also. Ne? Okay, Leute. Ich ziehe meine Jacke an. Wir machen jetzt Liebe. Ich gehe aus dem Chat. Was auf, Publikum? Publikum, sag Tschüss im Chat. Ach, zu spät. Egal. Aber mal schon.
Jetzt mache ich das so, dass ich das in meine Handyhülle reintue. Ich mache jetzt alles live. Alles live. So wie ich es mache. Date, das passiert quasi jetzt. Ach Gott, scheiße, das passiert alles live. Passiert alles live, ich mache mal Jagd zu. Ich muss vorher mal ein bisschen schütteln. Mit Anlauf. So. Mach's gut. Tschüss. Mach's schnell wieder, ne? Ja, mach's schnell. So, tschüss. Und tschüss. Alla, Deutsch, danke. Bis dann. Tschüss. Das ist gespannt, ja.